Recht schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Jost Pachali. Ich bin Referent hier in der Heinrich-Böll-Stiftung, unter anderem für Afghanistan zuständig. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung zur Fachkonferenz Abschiebung in ein umkämpftes Land, die politische Zukunft Afghanistans und die deutsche Asyl- und Abschiebepolitik. Diese Veranstaltung haben wir gemeinsam mit den Büros der Bundestagsabgeordneten Omid Nuripur und Luise Amtsberg vorbereitet. Und das hat sehr gut funktioniert. Vielen Dank schon mal dafür. Ein ganz kurzer Hinweis noch organisatorisch für diejenigen, die eine Übersetzung brauchen. Dort gibt es Headsets. Also die Veranstaltung wird in Deutsch stattfinden und wir werden eine Übersetzung in Englisch anbieten. Ich freue mich wahnsinnig über dieses sehr große Interesse an dieser Veranstaltung, denn in den letzten Jahren hatte man den Eindruck, dass Afghanistan so ein bisschen aus dem Fokus der öffentlichen Debatte gekommen ist. Themen wie der Krieg in Syrien oder die allgemeine Flüchtlingspolitik in Deutschland haben das Thema Afghanistan sehr stark überlagert. Und Ihr zahlreiches Erscheinen zeigt mir aber, dass es doch nach wie vor ein großes Interesse an Afghanistan gibt und das freut mich sehr. Ich freue mich auch sehr über die Teilnahme von Vertretern der afghanischen Botschaft und die pakistanische Botschaft hatte sich auch angemeldet. Ich habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber auch von Seiten der Botschaften besteht ein großes Interesse an dieser Veranstaltung. Da ist sie, Frau Aftab. Herzlich willkommen. Bevor ich einige Worte zum Hintergrund und zum Ziel der Veranstaltung sage, möchte ich aber noch mal ganz ausdrücklich Lord Fuller begrüßen. Er ist der Direktor von Tolo News und ist extra zu dieser Veranstaltung hier angereist. Dear Lord Fuller, a very warm welcome. Thank you for coming here and joining us today. With your wife. Ganz kurz zum Inhalt der Veranstaltung. Wie Sie auch schon aus dem Programm gesehen haben, geht es uns dabei um zwei konkrete Fragen. Wir wollen einerseits die Sicherheitssituation und die jüngsten politischen Entwicklungen in Afghanistan beleuchten. Das heißt, wir wollen über die Sicherheitslage seit 2014, die Rolle der internationalen Gemeinschaft, die Verhandlungen mit den Taliban und natürlich ganz aktuell über die Bedeutung der Parlamentswahlen in Afghanistan mit Ihnen sprechen. Andererseits, und das ist sehr eng miteinander verbunden, geht es aber auch sehr stark um die deutsche Afghanistan-Politik und hier vorrangig um die Asyl- und Abschiebepraxis. Das heißt, die Themen werden sich darauf konzentrieren, wie wird der aktuelle Lagebericht des Auswärtigen Amtes bewertet, wie ist die aktuelle Entscheidungspraxis und welche Alternativen gibt es eigentlich zu der derzeit praktizierten Abschiebepolitik. Es ist uns gelungen, neben Lord Fuller noch viele weitere interessante Referenten zu gewinnen, für deren Teilnahme ich mich jetzt schon mal ganz herzlich bedanken möchte. Aber ich hoffe natürlich auch auf eine sehr angeregte Diskussion mit Ihnen hier im Publikum. Bedanken möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit und Vorbereitung mit den Kollegen aus den Büros der Bundestagsabgeordneten, aber auch an meine Kollegen hier im Haus und natürlich auch an die Dolmetscher schon mal vorneweg dafür, dass sie hier für Sie dolmetschen. Vielen Dank auch an Christian Jakob von der TAZ, der diese Veranstaltung moderieren wird und an den ich jetzt übergebe. Vielen Dank, Christian. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wir werden heute den Tag miteinander gemeinsam verbringen. Es gibt ein großes Programm, Sie werden es alle gelesen haben. Ich werde da durchführen. Es gibt zwei Fragen, aber es gibt drei thematische Abschnitte. Wir haben jetzt erstmal zwei längere Panel. Das eine wird sich mit der Situation in Afghanistan selbst, das zweite mit den Rückführungen beschäftigen und am Schluss haben wir nochmal ein kürzeres Panel hier oben zu der Zusammenfassung des Tages. Es gibt einen Satz von der evangelischen Bischöfin Margot Käßmann, der vielen von Ihnen noch in Erinnerung geblieben sein dürfte. Sie hat ihn 2010 hier im Berliner Dom gemacht. Nichts ist gut in Afghanistan. Das war zu einer Zeit, als der Bundeswehr-ISAF-Einsatz ungefähr zu zwei Dritteln rum war. Das ist jetzt 8 Jahre her. Der Satz war natürlich auf die Folgen des Militäreinsatzes gemünzt. Und in der vergangenen Woche nun hat der Generalinspektor der USA für Afghanistan, John Sopko, einen Fortschrittsbericht vorgelegt, der diesen Namen eigentlich gar nicht verdient.
Die Taliban sind demnach weiter auf dem Vormarsch. Die Zentralregierung kontrolliert nur noch 226 der 407 Distrikte des Landes. Das sind weniger als je zuvor. Umgekehrt ist die Zahl der getöteten afghanischen Sicherheitskräfte auf einen Höchststand gestiegen. In den letzten 3 Monaten, wie viele es genau sind, wird man nicht erfahren, denn die USA veröffentlichen diese Zahlen auf Bitten der afghanischen Regierung nicht mehr. Alles in allem ist in dem Bericht zu lesen, gäbe es minimalen oder gar keinen Fortschritt im Kampf gegen die Islamisten. Wir wollten heute eigentlich über das Ergebnis auch der Parlamentswahlen sprechen, die jetzt in den letzten Wochen stattgefunden haben. Die Ergebnisse sind aber noch nicht verkündet worden. Das geschieht erst am kommenden Samstag, denn wegen einer Vielzahl von Anschlägen konnten die Wahlen nicht so stattfinden, wie es geplant war. Am kommenden Donnerstag wird jetzt zum ersten Mal eine Friedenskonferenz für Afghanistan stattfinden, und zwar unter Beteiligung der Taliban. In Moskau wird das sein. Die afghanische Regierung hatte sich sehr lange dagegen gesperrt, dass es Friedensverhandlungen oder Friedenskonferenzen mit den Taliban gibt, hat jetzt aber eben doch zugestimmt, weil auch sie offensichtlich keine Aussichten mehr auf einen Frieden ohne die Taliban sieht. Was all das bedeutet, darüber werden wir jetzt sprechen mit Friederike Stahlmann. Friederike Stahlmann ist Religionswissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle. Sie hat 2004 bei einem Projekt der also heutigen GITS, damals noch Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, in Afghanistan Promoting the Rule of Law, also zur Rechtsstaatlichkeit in Afghanistan geforscht, hat die Auswirkungen des Islam auf das Rechtssystem in Afghanistan studiert und tritt bei deutschen Gerichten als Gutachterin zu Afghanistan auf. Herzlich willkommen. Von mir aus gesehen dann links, Lotfullah Najafizada ist Direktor des privaten afghanischen Nachrichtenkanals Tolo News, der in den Sprachen Dari und Pashto sendet und eines der reichweitenstärksten Medien des Landes ist. Und ganz links außen von mir, Umid Nuripur, Mitglied des Bundestages und außenpolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Herr Najafizada, wenn Sie so einen Satz hören, nichts ist gut in Afghanistan, kann man sowas über Ihr Land sagen oder liegt man da falsch? If you have a German standard, probably you're right. If you have an Afghan standard, so there are things which are going relatively okay. But before that, let me thank you and the organizers and my friend Mr. Nuripur for having me here. It's great to be in Berlin and with my wife. So we're going to spend a good 2 days here. I'm very much looking forward to our conversations today here in this conference. Afghanistan is certainly at a very, very critical juncture because of a number of reasons. One, the war is at a stalemate for many, many years, at least for the past few years, and there is no breakthrough. Second is that we face one of our country's most decisive presidential elections scheduled for next year. And the prospect for that is not necessarily very, very promising because of so many political and logistical challenges. Third is the ongoing efforts for peace talks, which in one side is pretty promising and good because the Americans have started their engagement with the Taliban. And on the other side, there are a lot of fears, to one extent very legitimate, whether the peace process will respect, protect, consolidate on some of our gains that we have made in the past 17 years. So Afghanistan of today is simply a story of frustration, story of resilience, and to an extent a story of hope. Because let's not forget that my country has made significant progress in the past 15 years, which to our standards in Afghanistan, I think is pretty satisfactory, given the fact that we are very, 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 very frustrated with the civilian casualties, with the ongoing war. As you said, the recent numbers announced by the U.S. Inspector General for Afghanistan's reconstruction is not very, very promising because we're losing more territory to the Taliban. But the country, in the same time, is one of the youngest in the world, has the youngest demography in Asia.
two-thirds of the Afghan population is under the age of 25. They barely remember the Taliban time, let alone what happened before the Taliban. So they carry ambitions to probably youth in Germany or anywhere else in the world. So it's a very mixed picture if you want to explain it in a nutshell. But if you want to unpack it, then you find both success stories and a lot of shortcomings. Sie hatten es jetzt auch nochmal angesprochen, es gibt im nächsten Jahr Präsidentschaftswahlen. Es hat jetzt aber auch Parlamentswahlen gegeben. Ich hatte es gesagt, diese konnten nicht wie geplant stattfinden. Können Sie uns ein bisschen was davon erzählen, wie die letzten Wochen verlaufen sind in dieser Wahlzeit? Well, the Afghan people went to polls on October 20th and October 21st in millions. One would say that's a success story. There were less violence this year in 2018 elections compared to 2010 parliamentary elections. That's also a fact. Turnout was relatively lower because, as you said, there are less territory under the Afghan government control. And the trust of people in the electoral bodies, particularly the IEC, the Independent Elections Commission, is much, much lower. The electoral bodies also let the Afghan people down by not preparing well for the elections. For example, in most places where they sent biometric devices for voting did not work. In a lot of places, the polling, the pre-produced list of voters per polling station, which was the first experiment in Afghanistan, did not go well. For example, they sent the voters list from Bamiyan to Herat and from Herat to Ghor. So people were confused when they showed up at polling sites. But Afghan elections, the results do take time because then you have to ship all the ballots to the capital. And now you have the devices, so the devices, so the data needs to be transmitted to servers. So I think it's, I would not think that this will be announced next week. So it's going to take more time. And that is partly because of the lack of capacity on the Afghan electoral bodies. But one would also argue, for the sake of just presenting facts, that this is the first election which is 100% Afghan-owned and Afghan-organized. In 2014, when we held the presidential elections, there were 400 international experts. This time, this has been 40. So one would say that this has contributed to a lot of chaos that we witnessed a few weeks back. But in the same time, this is also a step up in taking more responsibility. Leading to the presidential elections, which is scheduled for April, if we don't fix some of these systems, we are certainly headed towards a very, very serious challenge. And if we have a deadlock in the results of the presidential elections, then that means we need another John Kerry to come down to Afghanistan and broker a peace deal. So before going to the presidential elections, I think we need to fix our logistical issues. Dankeschön. Jetzt gab es einige, die gesagt haben, es ist sehr schwierig, auf der einen Seite mit vielen unter großen Mühen diese Wahlen abzuhalten und auf der anderen Seite dann eben doch mit den Taliban zu verhandeln und denen womöglich Zugeständnisse zu machen, die Ergebnisse oder das Programm der Wahlen dann wieder konterkarieren. Haben diese Friedensverhandlungen die Wahlen ein Stück weit zur Farce gemacht oder war das sozusagen sinnvoll, diese beiden Prozesse parallel ablaufen zu lassen? Well, for the parliamentary elections, I think the peace process was relatively irrelevant. For the presidential one, this has a quite big impact. Just for the sake of giving some context, I believe the peace process in Afghanistan is at two different layers. One is between the Taliban and the Americans / the Western bloc. That means talking about presence of US forces, NATO forces, German forces, and the rest, whoever wishes to be in Afghanistan, for the long term. So in short, Taliban agreeing
to presence of Western forces, whether conditionally or not. So that's one thing which needs to be negotiated, and that's what I believe is happening right now between the Americans. As you know, Ambassador Khalilzad is appointed as a chief negotiator on the American side for the talks, and he's been traveling around for the discussions. And then layer two is Taliban, the rest of the Afghan society, including the government. That's about the constitutional order of the post 9/11. That's about women's rights. That's about press freedom. That's about so many other values that we are proud of. And we associate ourselves, especially the younger generation of the Afghan people. So if there is a peace process, if there is developments in the peace process by the end of this year, I mean in the next 2 months, it might affect the timeline of the April 20th presidential elections. If there is no progress in the next 2 months, I think the country will go ahead, from what I know, with the presidential elections. The Taliban, one would argue that if you hold the presidential elections in April and then there are parallel conversations with the Taliban and they demand at least a halt in the democratic process because they won't jump in a running train, then for that you need to make a pause. But you can't pause the journey we have come along in the past 17 years for an illusion that the Taliban might join. So there has to be firm commitment, progress, at least on layer one that I described, for the Afghan government to postpone the presidential elections for a few months, but for after the fighting season, which is September, October. You can't hold it indefinitely. And then there is the other scenario that if you do that, the Taliban might demand or call for an interim government. That itself comes with a lot of questions. How long would it take for Afghans to agree on who should be the leader of the interim government? Who is going to set up the cabinet? Where are we going to discuss that? What would be the mandate for the interim government? So there's a lot of scenarios, I think, on the table for our country in the next year or so. And the peace process, to your question, has certainly a direct link to our upcoming presidential elections. Das waren jetzt viele formale Dinge, die Sie angesprochen haben. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen darüber sprechen, was so auf der gesellschaftlichen, auf der kulturellen und auf der vielleicht politischen Ebene auch überhaupt als gemeinsame, als Konsens überhaupt in Frage kommt. Was gibt es, worauf sich die Taliban aus Ihrer Sicht möglicherweise einlassen könnten, was auch für die anderen Parteien und auch für den Rest der Gesellschaft zustimmungsfähig wäre? Well, I'm not going to speak for the Taliban, but what I'm going to say is that the realities of Afghanistan of today is a reality that the Afghan people will stand for firmly. So you can't just get into a room with the Taliban and say, we're going to go back to 96, we're going to bring the Taliban, we're going to introduce an Iranian type of system that some people suggest. We bring the Taliban on the top and then we'll have a government there. Let's not forget that bringing the Taliban at any cost does not mean peace. You have so many other actors and players in the country who need to be embraced and be on board. And that's very, very critical. The realities of Afghanistan of today is that this is a different country, a different demography, different sets of values, different ambitions. I know that there has to be a compromise for the sake of peace, but I wouldn't say that peace at any cost really means lasting peace. And last, I think when you talk about peace process, from an Afghan perspective, this is about lasting peace for long term. We've had peace accords in the past. During the civil war, we had 2-3 major peace accords. The leader of the Mujahideen went to Mecca, and they made peace deals, and they didn't last. So it's important that we talk about lasting peace. And that means engaging with all parts of the Afghan society. So inclusivity is critical for any peace deal. Sometimes we hear that the Americans and some others are looking into a settlement
a political settlement for short term or an exit strategy, one should be very, very cautious that a political settlement and sort of an exit way does not necessarily mean long-term peace. Sie hatten auf die erste Frage geantwortet, es sei eine lange Geschichte von Frustration, aber auch eine Geschichte von Widerstand, von Resilience hatten Sie gesagt, von Widerstandskraft und von Erfolgen. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen mehr uns von den Erfolgen erzählen, die es gegeben hat? Also die Wahlen offensichtlich, dass die jetzt dann doch in der sagen, im Wesentlichen von Afghaninnen selbstorganisierten Form stattgefunden haben. Zählen Sie dazu, was denn noch? The country has between 6 to 10 million kids at school. That's unprecedented. We've never had that. You may argue about numbers, but that's unique. Access to healthcare has tripled in the past few years. Life expectancy has jumped from 48 to up to above 60. That is a success. If you look at the big picture, but that success can also be challenged with big picture failures. One is probably the main topic that you know we have gathered here, is the influx of migration to the West. That is the Afghan youth who have given up and migrated. That is unfortunately representing some of the very sad realities of our society. The other success is of course press freedom, an area and industry that I come from. We have the media industry in Afghanistan is 10,000 people. And that is pretty promising. We produce in Afghanistan 200, the whole media, not just Tolo News, 200 hours of political discussions in every 24 hours. That is a success story. We bring 1,500 people on our talk shows every month. The Afghan people were silenced from monarchy to communism to no government to civil war to Taliban and to the Islamic government under Professor Mujaddadi and Professor Rabbani. What happened in the past 15 years that the Afghan people are given that voice so they can express their views? I think that's a fundamental success story that one should be very, very proud of. I can quote our chief executive, Dr. Abdullah, who recently told me, he said, one of the reasons that probably we don't see revolutions in Afghanistan is because of media. So many people come and express their views, and sometimes with so much anger. And that is thanks to media and thanks to other platforms, including social media. We have more than 5 million people on Facebook in Afghanistan. I think that's quite an achievement for a country like ours. Dankeschön. Friederike Stammen, Sie haben auch die Realitäten in Afghanistan heute untersucht, aber vor allem mit Blick auf die Frage, wie die sich darstellen für Menschen, die aus Deutschland, aus Europa dahin zurückgeschickt werden. Was ist das für die für ein Land, in das sie zurückkommen? Also zum einen ist es ein Land, in dem es immer schwieriger wird, praktisch zu überleben. Die Existenzsicherung ist grundsätzlich in Frage gestellt. Die Armutsrate liegt bei 54,9%. Das ist genauso hoch wie zum Stand, als die Taliban 2001 gestürzt wurden. Wenn es Arbeit gibt, dann sind 60% dieser Arbeit nicht existenzsichernd. 31% der Haushalte müssen auf negative, schädliche Bewältigungsstrategien zurückgreifen, um Nahrungsmittel zu kaufen, also ihr Land verkaufen, ihr Haus verkaufen, kriminell werden, migrieren, betteln gehen. Also ihre Existenz sichern. 86% der Stadtbevölkerung leben in Slums. Das heißt, es gibt insgesamt eine unglaubliche Not, einen unglaublichen Bedarf im Land und der wird immer größer. Einerseits aufgrund der vielen Binnenvertriebenen, das waren dieses Jahr wieder über 500.000 inzwischen, aber eben auch wegen der vielen unfreiwilligen Rückkehrer aus den Nachbarländern, Pakistan, zurzeit vor allem Iran, auch da wenn es über 600.000 dieses Jahr schon, die ja auch erstmal vor dem Nichts stehen und komplett neu wieder anfangen müssen.
wo schon 2000 bis 2012 über 60% der Rückkehrer keine Ansiedlung geschafft haben, als die Wirtschaft noch ganz, ganz anders dastand, als es noch sehr viel mehr Ressourcen gab. Also der Rückkehrer insgesamt, auch der aus Pakistan? Der Rückkehrer aus Pakistan, Iran. Ja, da gab es kaum, also keine zählbare Rückkehr, also relativ prozentual egal. 75% derer, die aus Iran, Pakistan zurückkehren, sind seit ihrer Rückkehr zweimal und fast ein Drittel schon wieder dreimal innerhalb des Landes vertrieben worden. Bei den Rückkehrern aus Europa, die haben das zusätzliche Problem, dass ihr sozialer Status als Abgeschobene aus Europa nicht nur zu einem sozialen Ausschluss führt, sondern auch Gewalt und Verfolgung provoziert. Und ich habe jetzt eine Erhebung versucht unter den Abgeschobenen aus Deutschland explizit, und die haben all die bisherigen Ergebnisse bestätigt. Es ist die Gefahr, von den Taliban sowas wie der Desertion beschuldigt zu werden. Die Taliban verurteilen ja jede Kooperation mit dem politischen Gegner, zu dem ja auch Deutschland gehört, mit den westlichen Mächten. Wenn ich aber jetzt viermal mein Leben riskiere, um bei diesen Gegnern Schutz zu erbitten, statt mit den Taliban zu kooperieren, wie sie das erwarten, dann bin ich im wahrsten Sinne des Wortes übergelaufen. Und wir sehen das an den Drohbriefen, die die Abgeschobenen bekommen. Da wird ihnen Kooperation mit dem Feind, der politische Status, Ungläubige zu sein, vorgeworfen. Das wird zu einem Todesurteil umgemünzt oder zieht ein Todesurteil nach sich, außer man läuft zu ihnen über. Und häufig wissen die Taliban auch ganz genau, wann derjenige in welchem europäischen Land war. Also da die Migrationsgeschichte zu verheimlichen, funktioniert überhaupt gar nicht. Der Aufenthalt in Europa ist häufig auch aus den sozialen Gemeinschaften ein Problem. Den Betroffenen wird dann vorgeworfen, sie hätten hier sich nicht an die religiösen Regeln gehalten, sie hätten sich nicht an die kulturellen Regeln gehalten. Häufig sind es junge Männer, die in Deutschland sozialisiert wurden, als Jugendliche hier aufgewachsen sind, die tatsächlich auch anders auftreten. Wir haben Beispiele von Rückkehrern, die auf der Straße als Rückkehrer erkannt wurden und gejagt wurden als Ungläubige. Sie sind auch besonderes Opfer von Kriminalität, weil die Erwartung ist, dass die, was man in Europa zu Geld kommt, dass es hier so viel Wohlstand ist, dass man mit sehr viel Geld zurückkommt, dass man dann aus den Leuten erpressen kann. Insgesamt haben 11% aller Haushalte in Afghanistan Entführung erlebt. Also schon das ist eine unglaublich hohe Zahl. Und was jetzt noch ein zusätzliches Problem ist, ist, dass die Bundesregierung ja sehr lange gesagt hat, sie würde Straftäter, sie würde Gefährder abschieben, das wären Mörder, das wären Vergewaltiger und Terroristen. Auch das ist unter anderem ein rechtliches Problem oder ein Problem auch staatlicher Verfolgung möglicherweise. Wir wissen, dass Leute festgenommen wurden. Es ist aber auch ein Problem bei der Reintegration, wenn ich da das Label habe, für den deutschen Staat gefährlich zu sein und deswegen abgeschoben worden zu sein. So, das hat sich alles bestätigt durch die Erfahrung derer, die abgeschoben wurden, wobei wir eben keine Toten dokumentieren können. Ich kann mit dem Toten kein Interview machen. Das heißt, das Ergebnis ist, dass nahezu alle, die nicht sofort das Land wieder schaffen zu verlassen, versteckt leben, in temporären Verstecken unterkommen und die aus Europa bezahlt werden. Diese temporären Verstecke kosten ja Geld. Das ist egal, ob ich mich in einem Hotel verstecke, das dann eben sehr viel Geld kostet, oder privat dafür bezahlen muss, dass ich nicht verraten werde. Das bedeutet aber auch, dass selbst wenn die Familien wohlwollend sind, die Familien, wenn sich in Gefahr bringen würden, die Leute aufzunehmen, Verfolgung ist immer auch eine Bedrohung der Familie, der Unterstützer. Ja, das heißt, all das hat sich bestätigt. Wir haben Beispiele von Weiterverfolgung durch die Taliban, wo die Polizei in Kabul kooperiert hat mit dem Talib, der ursprüngliche Verfolger war und dann den Unterstützer, den er das Versteck gewährt hat, festgenommen hat. Wir haben, ja, zu all dem gibt es jetzt auch dokumentierte Beispiele aus Deutschland. Letztendlich bestätigt es die anderen Studien zu Rückkehrern aus anderen europäischen Ländern. Das heißt, es ist ein ganz klares Sicherheitsrisiko, aber unter den Bedingungen dann eine Existenzsicherung zu leisten, ist nahezu unmöglich. Es gab ein Beispiel, der war Kfz-Mechaniker und hatte Verwandte in Kabul, die eine Werkstatt hatten, eine Autowerkstatt. Und dann hat er da ein paar Wochen gearbeitet und dann haben die Verwandten beschlossen, nee, es ist für uns zu gefährlich, wenn du hier als Rückkehrer, als Abgeschobener identifiziert wirst und öffentlich auftrittst, du musst dich verstecken. Also selbst in diesem Idealszenario von, der hat was gelernt, der hat da Verwandte, die können ihm einen Job anbieten, hat das nicht zu einer Existenzsicherung geführt.
Stelle ich mir das unwahrscheinlich schwierig vor, das jeweils nachvollziehen zu können, die Abgeschobenen, wo die verblieben sind, Kontakt zu denen aufzunehmen. Wie haben Sie das denn ganz praktisch angestellt? Also ein Problem ist, dass wenn ich aktiv recherchieren würde, aktiv nach den Leuten suchen würde, würde ich sie ja zusätzlich in Gefahr bringen. Das heißt, was ich versucht habe, ist Kontakt zu Leuten hier aufzunehmen, die noch Kontakt mit den Abgeschobenen haben. Das heißt, das sind aber auch dann in der Regel die, die diese humanitäre Absicherung haben. Denn dann wird dann Geld nach Kabul geschickt, um Versteck zu finanzieren. Das heißt, es ist sozusagen eine Positivauswahl jetzt auch an Geschichten, die ich dokumentieren kann. Aber ich kann es ethisch einfach nicht vertreten, dann auf Facebook nach irgendjemandem zu suchen, der darüber und dann darüber auch die Information zu verbreiten, dass der wieder im Land ist. Was anders ist bei denen, die jetzt vielleicht auch wieder rausgekommen sind, die wieder in Deutschland sind. Aber auch in Griechenland zu sein, in Deutschland zu sein, bedeutet ja nicht unbedingt in Sicherheit zu sein. Auch da kann dann ja wieder Abschiebung drohen. Also auch da muss man ja sehr aufpassen, was man veröffentlicht und erzählt. Sie hatten, glaube ich, gerade eine Zahl gesagt, 300.000 ausgewiesen aus Pakistan und Iran im vergangenen Jahr. 600.000. Dieses Jahr. Dieses Jahr, das zieht sich aber schon eine ganze Weile. Die Zahl ist insgesamt deutlich höher. Können Sie vielleicht mal sagen, wie hoch die Zahl der Ausweisung insgesamt war, wenn Sie das wissen? Naja, und? Also das ist ein bisschen schwierig, denn also Iran sind vor allem, also beim Iran gibt es explizite Abschiebungen, die sind relativ gut dokumentiert, auch an der Grenze. Es gibt ganz viele, die aber auch aus dem Land getrieben werden, weil sie vor der Wahl stehen, ob sie in Syrien kämpfen gehen oder mit ihren Familien zurückgehen, weil sie auch jetzt wieder, also Iran leidet ja schon durchaus unter den Sanktionen, unter den wirtschaftlichen, dieser Schwarzmarkt wegbricht, auf dem diese Illegalisierten, die haben ja kaum einen Status im Iran, Afghanen ihr Auskommen gefunden haben. Auch das ist ja keine freiwillige Rückkehr, sondern das ist eine Bedrohung durch die iranischen Sicherheitskräfte, Polizei, wie auch immer. In Pakistan ist es so, dass diese große Vertreibungswelle, die es da gab, auch keine Abschiebungen waren, sondern auch formell freiwillige Rückkehr war, weil es eben nicht diesen Abschiebebescheid gab. Aber UNHCR, Human Rights Watch, Amnesty ja sehr ausführlich dokumentiert haben, mit wie viel Gewalt die Menschen aus dem Land getrieben wurden, da auch eine Zeit lang. Das hat da gerade abgenommen. Die Rückkehrer dieses Jahr kommen vor allem aus dem Iran. Und die Hoffnung ist, dass die Verhandlungen mit Pakistan auch weiterhin so laufen, dass es diese quasi erzwungene Rückkehr oder de facto unfreiwillige Rückkehr da jetzt nicht mehr gibt. Aber das ist alles offen. Auch da haben ganz, ganz wenige nur einen rechtlichen Status, der sie schützen würde. Ist es aus Ihrer Sicht so, dass es große Unterschiede gibt in der sozialen Situation, in der sich die Leute, die aus den umliegenden Ländern zurückkehren und wiederfinden im Verhältnis zu denen, die aus Deutschland kommen, weil einerseits dieser Aspekt, die sind vom Glauben abgefallen, die sind verwestlicht, nicht da ist und auch nicht damit zu rechnen ist, dass bei denen Geld zu holen ist und sie insofern auch nicht Kriminalitätsopfer werden? Ja, und auch dieser Vorwurf, mit dem Feind kooperiert zu haben von Seiten der Taliban, ist so nicht da. Dass die als Ausländer behandelt werden, das kann denen durchaus passieren. Also gerade denen, die im Iran aufgewachsen sind, da gibt es ein eigenes Wort für, das sind Iranigak, das ist ein Schimpfwort, das sind kleine Iraner. Die sind häufig auch so sehr anders sozialisiert worden, dass sie in Afghanistan dann durchaus auffallen, sprechen häufig einen sehr anderen Dialekt bis hin zu einer anderen Sprache, wissen überhaupt nicht, in was für ein Land sie auch geraten, sind auch halbwegs ohnmächtig dann, wie man da überleben kann, welche Risiken es gibt, welche Gefahren es gibt, wie man denen aus dem Weg gehen kann, was passiert, wenn ich entführt wurde, wie muss ich das verhandeln. Also auch dieser Umgang mit den Sicherheitsrisiken, die es gibt, der muss ja auch gelernt werden, so gut man sich dann schützen kann. Aber ja, sowohl dieser Straftäter-Gefährder-Problem als auch diese zusätzliche Kriminalitätsbedrohung, zum Beispiel durch Entführung und eben diese Verwestlichung, dieser politische Vorwurf ist deutlich abgeschwächt bei denen, die aus den Nachbarländern kommen. Das heißt nicht, dass die dann klarkommen können, ja? Aber das ist eskaliert bei denen, die aus Europa zurückkommen. Jetzt haben Sie die Situation in dem Land ja schon sehr lange beobachtet. Können Sie vielleicht mal versuchen, uns das Gefüge der verschiedenen Akteure, die es da gibt, für den Laien verständlich zu beschreiben? Also wie ist da im Moment das Verhältnis der, sozusagen, auf der einen Seite der politischen Parteien, auf der anderen Seite der islamistischen Milizen? Ich versuche das jetzt ganz kurz zu machen. Also das, was unter dem Label Taliban läuft, das ja auch nicht immer unbedingt kohärent ist, was da passiert in der Praxis,
da lässt sich beobachten, es gibt einen immensen Machtzuwachs, der nicht nur auf diesen Gebietsgewinnen beruht, der auch auf dieser Gefährdung beruht, dass die Taliban inzwischen in jeder Provinz militärisch vertreten sind. Das heißt, es ist völlig unvorhersehbar, wo der nächste Angriff droht, wo die nächsten Kampfhandlungen drohen. 10 Provinzhauptstädte sind, abgesehen von Ghazni, akut von Kämpfen bedroht. Also auch große Städte betrifft das inzwischen. Was wirklich vorhersehbar ist, dass gerade in den formell staatlich kontrollierten Gebieten eine ganz, ganz große Gefahr durch Terroranschläge droht. Deswegen ist Kabul ja auch die Provinz mit den meisten Toten und Verletzten im Land. Das hat letztes Jahr um 2/3 zugenommen, diese Anschläge auf explizit zivile Ziele. Also Krankenhäuser, Schulen, Sportvereine, die Bandbreite lässt sich, Medienvertreter, unbegrenzt. Die Bandbreite ist immens. Und da hilft es auch nicht, dass der IS mit den Taliban auch in der Konkurrenz um Öffentlichkeit, um Aufmerksamkeit steht, indem der IS ganz explizit noch versucht, noch grausamer zu sein, noch mehr zivile Opfer zu fordern, um als starker Akteur sich präsentieren zu können, in Konkurrenz zu den Taliban. Nicht entgehen kann man den Taliban eben aber auch aufgrund dieser Verfolgungsgefahr, die grundsätzlich landesweit droht, die auch Angehörige, Familienmitglieder betrifft, Unterstützer betrifft, die letztendlich allen drohen, die nicht bereit sind zu kooperieren, zumindest wenn man dazu aufgefordert wurde. Und das betrifft eben nicht nur die Sicherheitskräfte, die die Taliban versuchen zu unterminieren, zu unterwandern, sondern und so explizit politische Gegner, sondern es betrifft letztendlich jeden, der irgendwas anzubieten hat. Ob das Geschäftsleute sind, die Steuern zahlen sollen, ob das Väter sind, die ihre Söhne zum Kämpfen übergeben sollen, ob das, also das kann letztendlich jeden treffen, gerade junge, kampffähige Männer, die ja in der Regel die sind, die abgeschoben werden. Ein zweites Problem ist, dass die staatlichen Sicherheitskräfte auf der anderen Seite erstens kaum effizient sind, das heißt, die Bevölkerung de facto nicht schützen können, aber eben auch ganz wenig Legitimität haben und häufig selber eine Gefahr darstellen. Und das ist ein Problem, das 2001 bei diesem Petersberg-Abkommen in Bonn jetzt begonnen hat, nicht, also es gab es vorher auch schon, aber nochmal bestätigt wurde, als man anerkannte Kriegsverbrecher zu den neuen Machthabern gemacht hat. Die Folge war dann später ein Amnestiegesetz, auch für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Dass man ganz konsequent Machtmissbrauch, Bereicherung geduldet hat im Tausch für, naja, dafür, dass die militärischen Akteure den Staat nicht angreifen. Das war die Grundbedingung. Das heißt, es gibt eine ganz große Zahl an Machthabern, die unter niemandes Kontrolle stehen, die jetzt im Laufe der Jahrzehnte, der 17 Jahre sehr viel Geld, sehr viel Waffen bekommen haben, offiziell häufig staatliche Positionen innehaben, also der gerade ermordete Polizeichef von Kandahar, Abdul Razik, ist so ein Beispiel dafür, wie da unglaubliche Macht zusammengekommen ist an Reichtum, an militärischer Macht, der jetzt umgebracht wurde, aber der ehemalige Gouverneur von Balch, Atanur, weiterhin praktischer Machthaber, Vizepräsident Dostum. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele, die in diese Kategorie fallen und sich oft dadurch auszeichnen, dass sie die eigene Bevölkerung terrorisieren, dass sie Privatgefängnisse unterhalten, da ihre Gegner foltern, ihre privaten und offiziellen. Dass sie Milizen haben, die da raubend durchs Land ziehen dürfen. Dass sie sich großflächig an Landraub, an Menschenhandel beteiligen und in der Regel vom Drogenhandel finanzieren. Das heißt, da sind häufig auch staatliche Akteure, die eine ganz konkrete Gefahr darstellen für die Zivilbevölkerung, dass sowohl Taliban als auch Staat sich auf lokale Milizen stützen, verstärkt aber auch Konflikte vor Ort, denn die werden dann ja mit internationalen Waffen im Zweifelsfall geführt. Und das verstärkt noch mal mehr diesen Bürgerkriegscharakter, den dieser Krieg meines Erachtens immer mehr annimmt. Ist denn, wenn Sie das erstmal sozusagen Bilanz ziehen würden, ist denn in irgendeiner Form von sowas wie Rechtsstaatlichkeit, kann da die Rede sein? Ja, also ich habe ja zur Rechtsstaatlichkeit in Bamiyan 2009 relativ ausführlich geforscht. Das galt damals als die Vorzeigeprovinz. Da war angeblich alles perfekt. Da waren diese ganzen Checkliste von Listen von Rechtsstaatlichkeit alle abgehakt. Und trotzdem konnte sich keiner, der nur den Verdacht hatte, dass sein Gegner stärker sein könnte,
hat sich keiner getraut, gegen den vorzugehen, gegen den vor Gericht zu gehen, gegen den zur Polizei zu gehen. Ich halte Richterschulungen für ausgesprochen sinnvoll. Ich halte es auch sinnvoll, Polizisten Lesen und Schreiben beizubringen. Aber solange es diese unkontrollierte Macht gibt, wird die zu Machtmissbrauch führen. Sie ist die Bevölkerung von diesen Machthabern abhängig. Und damit ziehen sich Rechtlosigkeit bis runter in die letzte Polizeistation, bis in lokale Strukturen vor Ort durch, eben auch in dem friedlichen, perfekten Bamian 2009. Dankeschön. Umid Nuripur, die Bundeswehr ist ja nicht raus aus Afghanistan, die sind noch da mit der Mission Resolute Support, der Ausbildungsmission. Und in ihrer Vorstellung schreiben sie, es seien leistungsfähige afghanische Sicherheitskräfte aufgebaut worden, die schrittweise die Verantwortung übernommen haben. Deswegen konnte der ISAF-Einsatz, also der Kampfeinsatz, am 31. Dezember 2014 enden. War das so? Sind leistungsfähige afghanische Sicherheitskräfte aufgebaut worden? Ich würde sofort darauf antworten. Ich würde gerne eine kurze Vorbemerkung machen, weil es mir wirklich auch emotional wichtig ist. Man kann nicht oft genug wiederholen, wie schön es ist und wie wichtig es ist, dass wir hier einen Gast haben, der nicht nur einen sehr weiten Weg hinter sich hat, sondern der von einem Medium ist, das wirklich permanent gezielt angegriffen wird physisch. Sie haben so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren, die umgebracht worden sind. Und gerade in Zeiten, in denen viel zu viele Leute auch in unserem Land glauben, Pressefreiheit wäre vom Himmel gefallen, bin ich einfach nur froh, dass wir jemanden hier haben, der wirklich mit seinem Leben dafür einsteht, dass es die Pressefreiheit gibt in so einem komplizierten Land. Das kann ich einfach nicht oft genug wiederholen. Die Antwort auf die Frage ist wie immer Jein. Das ist die häufigste Antwort auf alle Afghanistan-Fragen, die ich kenne. Es gibt selbstverständlich gute Nachrichten aus Afghanistan. Die Tatsache, dass diese Wahl beginnt in der ersten Stunde des Wahlganges, ein Mann in ein Wahllokal geht, sich in die Luft jagt, quasi als eindeutiges... Jetzt im Oktober. Ja klar, die Parlamentswahl. Quasi als Machtprojektion der Taliban, dass sie das alles im Griff haben und trotzdem stehen Hunderttausende von Menschen, die das alles wissen, stundenlang draußen in Schlangen, damit sie wählen können. Stimmt, dass die Wahlbeteiligung zurückgegangen ist. Das sind Dinge, die zeigen, da gibt es eine Zivilgesellschaft, da gibt es einen riesigen Wunsch nach Normalität, nach Frieden. Es gab in den letzten Jahren, in diesem Jahr das erste Mal drei blanke Tage vereinbarten Waffenstillstand. Die Leute haben das auf der Straße gefeiert. Und das zeigt natürlich, dass man von einem anderen Erwartungsniveau kommt, aber das zeigt ein Stückchen auch, dass es trotzdem ganz viel Vitalität gibt in dieser Gesellschaft und dass es ganz viele Leute gibt, die wirklich auch was dafür tun wollen und auch bereit sind, was dafür zu opfern, dass das Land nach vorne kommt, dass es Frieden gibt in dem Land und dass es Prosperität gibt in dem Land. Dieses Beispiel mit dem ISAF-Bericht zeigt, dass wir ganz dringend diese guten Nachrichten, die es aus Afghanistan gibt, und das sind nicht wenige, highlighten müssen, dass wir darüber reden müssen, aber dass wir es hier zu tun haben mit der Politik, und das betrifft auch ganz massiv unsere Bundesregierung, die einfach die falschen Dinge aus ganz anderen Gründen highlightet. Also die Frage vom Sicherheitsumfeld. Die sagen die ganze Zeit, es gibt Sicherheitsbereiche, es gibt Regionen in Afghanistan, dorthin könne man abschieben, weil es ja sicher sei. Das erzählen sie jetzt seit wie vielen Jahren? 5 Jahren? 4 Jahren? So, wir versuchen die ganze Zeit rauszubekommen, was die denn eigentlich meinen. Ich habe keine Ahnung. Wir haben bis heute keine einzige Region benannt bekommen. Keine einzige. Fakt ist, dass die Flieger nach Kabul gehen. Fakt ist, dass die meisten Leute erstmal in Kabul bleiben, nicht sofort weiterziehen und sich erstmal orientieren müssen. Frau Stahlmann hat es gerade beschrieben. Fakt ist, dass die meisten Anschläge in Afghanistan in Kabul stattfinden. So, und deshalb ist die Frage, was wie jetzt gerade sozusagen benannt wird, was als gute Nachricht benannt wird und was tatsächlich eine gute Nachricht ist, das fällt ganz weit auseinander. Wir haben es hier in ganz vielen Bereichen mit einer massiven Schönfärberei zu tun. Und die Frage, ob die afghanischen Sicherheitskräfte jetzt für Stabilität sorgen können, ich würde sagen, die können jetzt mehr als vor 5 Jahren, aber die Tatsache, dass es jetzt so ist, wie es ist, die selbst alleine können mehr als vor 5 Jahren. Aber die Tatsache, dass es jetzt so ist, wie es jetzt ist, dass die Tatsache, dass die Zahlen sind ja gerade genannt worden, wie viel Territorium, wie viel oft beherrscht worden ist, wie viele Provinzhauptstädte gerade unter Druck sind, das zeigt ja eindeutig, dass wir es hier zu tun haben mit einer rosa-roten Brille, die eine Doppelbotschaft bringen soll, auch seitens unserer Bundesregierung, die aber nicht zusammenpasst.
Auf der einen Seite erklären sie ja, wir sind ja da, wir schaffen ja was, wir haben ja Erfolge und deshalb sind noch Abschiebungen möglich. Auf der anderen Seite fragen wir sie, jetzt hat Trump gerade erklärt, der will jetzt, der hat, die haben jetzt die sogenannte die Mutter aller Bomben benutzt. Er hat vor ein paar Wochen erklärt, dass sie jetzt die nächsten 10 Monate erstmal bomben wollen und bis dahin muss es aber eine politische Lösung geben, sonst wäre seine Geduld zu Ende. Und wie das denn alles zusammenpassen soll, wenn Trump erklärt, wir sind da nicht zum Wiederaufbau, wir sind nicht da, um Staatsbildung zu betreiben, sagen sie, ja, darauf haben wir keinen Einfluss. Also das, da muss man sich immer mal entscheiden, worüber man da eigentlich redet und das findet aus meiner Sicht nicht statt. Das ist ein riesengroßes Problem. Und deshalb wäre ich sehr dafür, dass wir über Afghanistan sprechen und das ein Stückchen auch entlarven, was hier passiert. Wir reden hier über eine Migrationshypnose. Darüber wird gesprochen. Es gab eine furchtbare Tat dieser Tage in Freiburg. Es waren viele dabei, die auch hier Schutz gesucht haben, wie es aussieht. Und es ist so, dass daraus erfolgt, dass der bayerische Innenminister jetzt davon spricht, dass man den Abschiebestopp nach Syrien beseitigen muss. Das heißt, ein sehr, sehr hoch berichterstattetes, zu Recht berichterstattetes Ereignis führt dazu, dass man nicht schaut, was ist in Syrien los, sondern da redet man darüber, was man denn eigentlich hier machen müsste, unabhängig davon, was in Syrien los ist. Dass es unabhängig davon, wie der Krieg in Syrien weitergeht, über 100.000 politische Gefangene dort gibt, wird vollkommen ignoriert. Dasselbe ist gerade im Falle von Afghanistan. Da geht es überhaupt nicht um Afghanistan. Da geht es überhaupt nicht darum, dass die Abschiebungen, die hier erfolgen, jenseits all dessen, was ich teile, was ich gehört habe, natürlich auch die Ressortverteilungsfragen, die Ressortkämpfe dort massiv anschärfen. Dass das komplett ignoriert wird, sondern dass es eigentlich nur noch darum geht, dass man ja irgendwie Angst hat vor irgendwelchen nächsten Landtagswahlen und irgendwie Angst hat vor irgendwelchen neuen Parteien mit ganz alten Ideen und deshalb jetzt einfach hoch geht und sagt, jetzt werden wir erstmal die Afghanen los und dann gewinnen wir auch die nächste Landtagswahl. Das hat mit Afghanistan nichts zu tun. Jetzt war es ja so, dass lange Zeit, wenn über Afghanistan gesprochen wurde, dann ging es um Terror und das ist irgendwann in den letzten Jahren ist das so ein bisschen gekippt und jetzt geht es immer nur noch um Migration und Abschiebung, jedenfalls in erster Linie. Was heißt denn das ganz konkret, was in Bezug auf das, was Deutschland in Afghanistan jetzt tut oder nicht tut? Ja, es gibt ja ein paar Dinge, die man tun müsste. Das eine ist nochmal die Frage Aufstandsbekämpfung. Da gibt es ja jetzt nicht nur eine sehr klare 10-Monats-Linie, da gibt es jetzt ja auch das erste Mal seit Jahren wieder eine sehr starke Verknüpfung der amerikanischen Strategie mit privaten Militärunternehmen, was extrem bedrohlich ist. Diese Art und Weise der Aufstandsbekämpfung, wie sie die letzten Monate läuft, die war in den Nullerjahren in der Härte nicht, zumindest nach unserer Wahrnehmung. Das ist extrem beängstigend, das wenigstens mal zu thematisieren. Das wäre das Erste, was mir einfällt. Das Zweite ist die Frage natürlich der Verhandlungen, die kommen. Ich weiß nicht, welche Ambitionen die Bundesregierung da eigentlich hat im Rahmen dessen, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich die eigene Hypnose. Und da wäre es sinnvoll, natürlich darauf zu gucken, aus den Gründen, die gerade genannt worden sind, nämlich dass wir es nicht mit einer Gesellschaft zu tun haben, die darauf wartet, dass die Taliban kommen und übernehmen, sondern dass es da ganz viel Inklusion braucht und dass es da ganz viele Errungenschaften der letzten Jahre gibt, die man nicht einfach bereit ist, wegzugeben. Und das Dritte ist, natürlich reden wir auch über regionale Akteure. Und da ist es natürlich zentral, dass die Bundesregierung dort eine Rolle spielt. Was mir ein bisschen bei meinen afghanischen Freunden aufstößt, ist, dass das immer extrem schnell landet bei einer Totalfokussierung auf Pakistan. Ich halte das so aus zwei Gründen für falsch. Erstens gibt es haufenweise andere Player dort, über die man reden muss, auch regionale. Auch Indien, auch Iran, auch China, unmittelbare Nachbar Afghanistans im Übrigen. Und das Zweite ist, viele Länder auf der Welt haben schwierige Nachbarn. Die Frage ist, wie man sich selbst dagegen wappnet, wie man sich selbst stärkt. Und da gibt es viel zu viele, gerade in der Administration in Afghanistan, die quasi ihre eigene Verantwortung nicht wahrnehmen und sich immer dahinter verstecken, dass ja Pakistan ein Problem sei. Ich glaube, dass dort aber auch für uns eine Rolle sein kann. Aber im Land selbst gibt es natürlich auch die ganzen Fragen, die sind. Ich will hier wirklich, die Warlords-Frage ist gesagt, weil ich will mich auf drei konzentrieren, auch nur benennen. Das eine ist Korruptionsbekämpfung. Das ist das dickste Brett von allem, aber jeglicher Versuch von Wiederaufbau scheitert immer wieder an dieser Staatszersetzung durch Korruption. Das Zweite ist die Frage von Sicherheit. Das ist auch eine Debatte für meine Partei, die natürlich immer wieder auch die Frage sich stellen muss, wie wollen wir denn die zivilen Hilfen, die wir anbieten, auch absichern? Das ist eine Debatte, die wir seit Jahren miteinander führen. Und das Dritte ist
nochmal das Richtige highlighten und nicht immer nur zu erklären, das, was gerade passt, damit man besser abschieben kann, das läuft eigentlich gut und der Rest ist eigentlich uns nicht wichtig und da spielen wir keine Rolle. Da gibt es Dinge, die tatsächlich zeigen, es ist nicht alles schlecht in Afghanistan. Allerdings muss ich auch sagen, geht es natürlich auch darum, was wir bisher aufgewandt haben. Und was wir aufgewandt haben und das, was an Wirkung erzielt worden ist, das fällt ganz krass auseinander. Und das öffentlich zu vertreten und zu verargumentieren, ist schwierig. Genauso wie es schwierig ist, nach 17 Jahren für strategische Geduld, die ganz dringend im Übrigen gebraucht wird, für Afghanistan zu werben. Das ist eine ganz, ganz komplizierte Angelegenheit. Aber wie gesagt, wenn ich immer nur auf die nächste Landtagswahl gucke, dann werde ich sicher nicht für strategische Geduld werben können. Jetzt ist es ja so, dass es eine relativ klare Ansage der USA gibt, wie die Strategie in den nächsten Monaten aussehen soll. Auf der anderen Seite gibt es ja nicht nur die USA, es gibt die EU, es gibt die NATO. Deutschland ist da involviert. Was wäre denn aus Ihrer Sicht jetzt als Strategie von Seiten der, ich sag mal, des europäischen Blocks in Afghanistan gefordert? Wir müssen wenigstens aussprechen, dass eine der zentralen Radikalisierungsmotoren in Afghanistan der fehlende Staat ist. Die Taliban gehen dorthin, wie alle extremistischen Gruppen weltweit, wo das Vakuum besteht, wo der Staat nicht präsent ist. Und wenn gesagt wird, wir wollen Terror bekämpfen und Radikalität bekämpfen, aber keinen Staatsaufbau machen, wie es die Amerikaner sagen und mittlerweile nach meiner Wahrnehmung auch ein Stückchen machen, stellt sich die Frage, wie das denn eigentlich gehen soll. Das funktioniert nicht, wenn ich, wie gesagt, den Staatsaufbau nicht angehe, wenn ich nicht der Meinung bin, dass Afghanistan starke Institutionen braucht, dann werde ich nicht einem Problem Herr, was immanent ist. Im Übrigen, das mit ISIS will ich nochmal auch aufgreifen. Es ist nicht nur real, dass ISIS in Afghanistan ist. Ich habe, als ich die ersten Nachrichten gehört habe, ich glaube vor 4 Jahren, gedacht, das kann nicht sein. Das ist doch sicher, hat sich irgendjemand in Kabul ausgedacht im Außenministerium, weil sie unsere Aufmerksamkeit wieder haben wollen, die sie ja verloren hatten, die ja nicht mehr da war. Man muss einfach feststellen, ISIS ist da. ISIS in Nangarhar zum Beispiel beherrschen sie, wenn ich richtig sehe, mindestens 2 Distrikte. Das ist eine Realität. Und deshalb darf man das nicht vergessen. Das Zweite aber, was ich noch sagen will, ist, die beste Zeit, ich bin echt oft in Afghanistan gewesen, ich konkurriere nicht mit Winnie, aber ansonsten war ich wirklich oft in Afghanistan. Und die schönste Zeit, die ich erlebt habe, war vor den Präsidentschaftswahlen 2014, nach den Präsidentschaftswahlen, die Woche nach der Präsidentschaftswahl, als noch nicht ganz klar war, wer gewonnen hat, da wurde noch ausgezählt. Und da gab es nur Leute, die mit leuchtenden Augen ihre Finger hochgezeigt haben, die geinkt, also getint, wie wäre es mit Tinte dran, in der sie zeigen wollen, guck mal, ich habe gewählt. Da war eine Stimmung, die kann man sich nicht vorstellen, weil 2 Kandidaten dort eine Euphoriewelle ausgelöst haben, die unfassbar war. Was aber danach erfolgt ist, ist, dass die beiden Kandidaten jeweils den Sieg für sich reklamiert haben und dann von der internationalen Gemeinschaft, sagen wir mal in erster Linie von den Westlern, die auch verblüfft waren, wie gute Sicherheitskräfte diese Wahl abgesichert haben, in sowas wie eine Zwangsehe geführt wurden. Jetzt ist der eine CEO des Landes, der andere ist Präsident und es geht nichts voran. Und die haben es geschafft, in wenigen Monaten diese Euphorie wirklich so dermaßen dramatisch kaputt zu machen, wenn man sich nicht vorstellen kann, was zu dieser Frustration, was wieder zu einer massiven Rückkehr zur Depression geführt hat. Und gerade, was wir jetzt erlebt haben, nochmal auf deutlich niedrigem Niveau, bedeutet, dass wir alles dran setzen müssen, dass das Momentum nach so einer Wahl nicht nochmal so vergeudet wird. Die Taliban sind, ich kann das nicht oft wiederholen, sind nur da stark, wo der Staat schwach ist. Und dieser Staat blockiert sich in erster Linie selbst, weil zum Beispiel die beiden ehemaligen Kandidaten permanent einander jeden Erfolg kaputt machen. Und deshalb wäre es unser Job, auch darauf hinzudrängen, dass es eine Funktionalität gibt zwischen innerhalb der Regierung und dass diese Erwartungshaltung der Leute nicht permanent mit den Füßen getreten wird. Jetzt sagen Sie, Staatsaufbau oder Aufbau staatlicher Institutionen ist das Wichtigste. Wenn ich sozusagen daran zurückdenke, wenn man Vertreter der Bundesregierung über den Afghanistan-Einsatz hat reden hören, das haben die ja die ganzen Jahre immer gesagt. Was wurde denn in der Vergangenheit nicht getan, was man hätte tun können und was man jetzt noch tun kann? Wie lange haben wir Zeit? 3 Minuten. Also der erste... übernehmen. Ist schön. Halbe? So. Also das erste Mal, dass ein amerikanischer Präsident ernsthaft über das Thema gesprochen hat, war Barack Obama 2009. Das war 8 Jahre, da waren wir schon 8 Jahre da. Dann hieß es zum Beispiel, man würde jetzt in die Fläche gehen und da gab es einen Masterplan in Washington, der da hieß, 8 Landwirtschaftsberater und Beraterinnen pro Distrikt. Großartige Idee. Im Übrigen war es sehr spannend, dass ganz viel über viele verschiedene Bereiche der Sicherheit geredet wurde, aber in so einem Land nie über die Frage, wie kriegt man die Landwirtschaft wieder in Gang.
Dann ist man hingefahren, nach Kunduz beispielsweise, hat dann mit den Leuten geredet, 1,5 Jahre später. Da waren 2 für die ganze Provinz da, nicht für einen Distrikt. Und das ist nie implementiert worden. Wir haben ganz viele Gebäude hingestellt für die lokalen Verwaltungen, aber da waren keine Leute drin. So, und da kann man durchbuchstabieren in ganz vielen Beispielen. Die Frage, wie man Staatlichkeit aufbaut, ist nie konsequent zu Ende dekliniert worden in der Fläche. Sondern da hat man tatsächlich viel zu viel Geld, was dann in schwarzen Koffern per Flughafen Kabul aus dem Land getragen wurde, in die Zentrale gegeben und viel zu wenig gemonitort, was damit eigentlich passiert. Wollen Sie noch was ergänzen? Oder? Die 3 Minuten sind noch nicht um. Naja, und das in Kombination mit diesen völlig unkontrollierten Machtverhältnissen, dann ist auch egal, ob ich einen Provincial Council habe, wenn das unter Kontrolle eines Warlords steht, dann selbst wenn die in dem Gebäude drin sitzen, heißt das ja nicht, dass sie eine demokratische Vertretung der Bevölkerung da leisten können und das Sicherheitsbedürfnis und Rechtsstaatlichkeitsbedürfnis, ich weiß nicht, was vertreten können, die ökonomischen Interessen. Das heißt, diese fehlende Bereitschaft, auch Verantwortung zu übernehmen, für sowas wie Kontrolle von Macht. Was passiert mit den Waffen, die ich da reingebe? Was passiert mit dem Geld? Da ist ja ganz viel Macht von außen. Die Kabuler Regierung hätte 6 Wochen, bis sie pleite ist. Auch jetzt, wenn es diese ausländischen Gelder nicht gäbe. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das kein Einfluss ist, den man da hat. Es braucht nur eben eine regionale Bereitschaft all dieser Akteure, die in Afghanistan versuchen, ihre Macht in dieser Region auszubauen, das Land weiterhin ja auch als Stellvertreterland zu nutzen, als Stellvertreterkriegsland zu nutzen, zu sagen, nein, Afghanistan hat ein Recht auf eine zivile Zukunft und wir gehen daraus und wir werden dann nicht mehr militärisch unsere Interessen vertreten, dann lassen durch lokale Milizen. Ohne diese Bereitschaft glaube ich nicht, dass dieser innerafghanische Konflikt, und es ist ein innerafghanischer Konflikt, der das eine Chance auf eine Beendigung hat. Und das betrifft auch die EU und das betrifft auch Russland und auch die USA und alle, die da regionale Interessen haben. Das ist ganz sicher nicht nur Pakistan. Ja. Dankeschön. Bleiben wir noch mal einen Augenblick in Deutschland. Wenn Sie sozusagen die deutsche Parteienlandschaft mit Blick auf Afghanistan anschauen, Herr Nuripur, wer will denn gerade was und mit wem wäre was zu machen? Muss ich jetzt AfD-Position hier vortragen? Nee, müssen Sie nicht. Gut. Also, es gibt eine Sache, bleiben wir mal im Konsens. Es gibt eine Sache, die wollen wir alle. Das ist nämlich eine echte Evaluation dessen, was passiert ist. Das Problem ist, wenn man dann darüber redet, was es dann bedeutet, dann fällt es relativ schnell auseinander. Es gab früher einen gemeinsamen Antrag der SPD und der Grünen, dass wir eine unabhängige Untersuchung des bisherigen Einsatzes wollen, auch um zu lernen für andere Einsätze, die da draußen ja gerade laufen, Mali beispielsweise. Und als dann die SPD regiert hat, wollten sie das doch nicht mehr. Und dann haben sie einen Fortschrittsbericht vorgelegt. Und jetzt heißt es gar nicht mehr Fortschrittsbericht, aber war auch zwischenzeitlich ganz eingestampft. Und jetzt heißt es Perspektivbericht. Und da steht alles nur nicht das, was eigentlich sozusagen die Fehlerliste. Die Fehlerliste ist relativ lang, wenn man das detailliert machen will, um auch daraus zu lernen. Das Problem ist, dass quasi alle Parteien das wollen, wenn sie in der Opposition sind. So, und wenn sie in der Opposition sind, wollen alle Parteien, dass das ausgewertet wird. Und es ist einfach relativ viel Scheu da, dann, dass man die Fehler, die man selbst in der Regierung gemacht hat, tatsächlich zugibt. Hiermit annonciere ich, die Grünen haben in der Regierung viele Fehler gemacht in Afghanistan und deshalb werden wir sehr dafür, dass auch unsere Fehler mit aufgearbeitet werden. Aber das ist, glaube ich, neuralgisch für den Rest des Engagements und für die Arbeit, die wir da zu tun haben und würde auch aus meiner Sicht ein Stückchen dazu führen, dass wir wieder über Afghanistan reden und nicht immer nur über die Migrationsbrille draufschauen, was denn eigentlich da relevant ist. Dankeschön. Herr Najafizadeh, wollen wir ein bisschen über die Zukunft sprechen? Sure. Es gibt ja, Sie haben es schon gesagt, es gibt im nächsten Jahr wieder Wahlen, Präsidentschaftswahlen. Wer kommt denn da, was wollen die und worauf hoffen die Leute, was sie bringen? Well, as an outcome, the Afghan people want a democratically elected president and undisputed elections to prove that the country's journey of democracy is not coming to a troubled end. I think that's our desire. But as I said earlier, the upcoming presidential elections are going to meet with a lot of challenges.
it's not just the technical issues that I earlier mentioned, but also the political marriage in advance to the elections. It's important that we do not test the society's strength by making a result which will put two ethnic groups in confrontation, because it will be very, very difficult to resolve, as we witnessed in 2014, either a forced marriage, which we have seen in the past 4 years with the National Unity Government, a lot of time is spent on resolving political issues within the government than making real progress. That's the reality. I think it's important for the upcoming elections, first, to happen, second, to be acceptable. The definition of elections has changed in Afghanistan. 2009, 2014, we were talking about free and fair, inclusive, transparent elections. Now we talk about acceptable elections. So whatever you do, the results should be accepted. If it is disputed or challenged by one party, it will be very, very difficult for the rest to enforce that. Es ist ja so gewesen, dass in den Präsidenten Ghani Hoffnungen gesetzt worden sind, die er nicht erfüllen konnte, dass er auch nur eine sehr autoritäre Art zu regieren dann gezeigt hat, die viele enttäuscht hat. Gibt es denn aus Ihrer Sicht im politischen Spektrum in Afghanistan Figuren, die als Partner für Europa, für den Westen sich anbieten? Probably that's not a good question for a journalist. I'm not going to make any predictions about who has high chances. But I have to say that as we speak, even today, our former ambassador in India said he will run. I think the two leaders of the National Unity Governments are going to run. Our former National Security Advisor is supposedly running. If you look at the pool of candidates, of course, you can pick a lot about them. But also, they're educated. They're not warlords. They are at least the presidential ones. Let's stick to them without getting into the VP candidates, the running mates. That represents a better picture of Afghanistan. They all have their shortcomings. President Ghani, as someone who was educated in the West, spent 24 years of his life teaching students and working in the U.S., I agree that Afghans had higher hopes, but he has his own end of arguments. If one sits down with him, the two-headed government, coalition type of experience for Afghanistan were some of the challenges that he would probably argue. I think we are not going to have a situation where Afghanistan won't have good candidates. There would be a lot of good candidates. It's in the end of the day, it's not just about one individual. It's about the agenda. It's about the political support, and it's about, of course, the public participation and the turnout to give that team the mandate that they deserve in order to take the country forward for another 5 years. Jetzt ist die Regierungsbildung auch in Deutschland beim letzten Mal sehr schwierig gewesen, aber am Ende gab es einen Koalitionsvertrag und da steht ein Satz drin: Unser Ziel ist ein afghanisch geführter Friedens- und Versöhnungsprozess und eine konstruktive Einbindung der regionalen Akteure, insbesondere Pakistans. Mehr steht da nicht. Was kann das heißen aus Ihrer Sicht? Oder wie müsste das aussehen? Integration of Pakistan. Nein, der afghanisch geführte Versöhnungsprozess und die konstruktive Einbindung der Akteure. Also es ist nicht nur Afghanistan, nicht nur Pakistan, aber schwerpunktmäßig Pakistan. Well, Afghanistan is a country, I don't know for good or bad, that there are a lot of people and players are interested. We have so many players in the region who have got their own interpretation of what a peace deal means, what kind of Afghanistan state there should be. There are so many ideas about Afghanistan, probably more ideas in the region than inside the country itself.
As we speak, and given the fact that there are now a moment for peace process, not the moment for peace process, with the American engagement with the Taliban, Russia is holding the its own peace process. As you said, we're expecting a conference in Moscow, where at least 10 leaders of the Afghan society outside the government are invited, including President Karzai, who are going to attend. So that will certainly challenge the Doha process. That will certainly challenge the American process. I think the fact that an Afghan-led and Afghan-owned peace process is important, I would agree, yes. Practically, as an Afghan, I would really struggle to define what does that mean, especially when there are so many eyes and interests in the region. And that consensus, which were in place before 2014, in the region and beyond, is unfortunately challenged. The Iranian American confrontation is a serious issue. Iran is way more powerful and has a lot of contact with the Taliban now than it had before. How are you going to address that? I think one said in Kabul a few months ago that if we mess with Iran, they can destabilize at least 10 provinces out of 34 in the country. That is a challenge. The Americans don't talk to the Iranians. So what kind of end result we expect? The Russian-American confrontation is another aspect of the challenge. So how are you going to address that? If you want to be sort of skeptical, there are a lot of areas for you to make you very pessimistic. But you can't just sit back and say, we're not going to get peace, so let's not to the Taliban. Let's not talk to the Taliban, and let's try to kill them to the last soldier. That's also impossible. 10,000 Afghan civilians is the casualty rate per year in the country. And that's civilian casualties, let alone the number of Taliban being killed and the Afghan security forces in thousands, more than 5,000 a year. So you have to try as long as it takes. And you have to do, I'm very glad that it's there is a new momentum generated. But it's a complex matter. I think the Afghan peace process probably requires a full day of debate to discuss who can play what role and what are the challenges. I would say if the Americans engage on a serious note with Pakistan, at least as one example, it might produce results, because Pakistan just released the former Taliban number two, Mullah Ghani Barodar, and there will be more release as we expect. But with the others in the region who can also play a role, it's very difficult to say what kind of results we expect. Omid Nuripur hat es ja vorhin schon angesprochen. Die Situation ist auch für JournalistInnen in Afghanistan außerordentlich schwierig. Das gilt sicher auch für Sie. Können Sie uns ein bisschen davon berichten, wie Ihre Arbeit überhaupt funktioniert unter diesen Bedingungen? Wie können Sie aus bestimmten Teilen des Landes überhaupt berichten? Wie ist es ganz persönlich für Sie? Werden Sie bedroht? Wie schützt man sich? Space for media is shrinking in Afghanistan because there are so many no-go areas now with the Taliban control. But in the same time, there has been a few instances where we managed to go into the Taliban-controlled areas, of course, in coordination with the Taliban. Because people in the Taliban-controlled areas are also people of Afghanistan. They have their stories. It's the responsibility of the media to tell their stories and reach out to them. We can't just say that, they don't belong to Afghanistan. There are places in Northern Helmand, for instance, in Baghran area, that has never seen any of the developments of post-9/11 Afghanistan. There has been no presence of government for the last 17 years. Journalists... in a country where civilians die at a very record number, journalists are also part of that.
We lose engineers, we lose doctors, we lose laborers, we lose people from all walks of life. Unfortunately, media is becoming is a very, very dangerous business in Afghanistan, despite the fact that we have the freest media in the entire region. If you compare Afghanistan with any of our immediate neighbors, including Pakistan, I think that's a success story. But also, Afghanistan is one of the deadliest countries for journalists. I just lost 11 of my colleagues in the past 2.5 years in 3 different attacks. So that's the sad end of it. It limits your access to areas. It increases risks for covering stories, but it's not impossible. One shouldn't just say that this is... look, in the end of the day, what we are going through in the media industry is a reflection of the pain of the nation. This is not just us being the target. It's the Afghan people going through so much. So, and that's why the peace process is a unanimous public desire, is a unanimous national desire. And a few years ago, there were a lot of people who were saying that we shouldn't talk to the Taliban, let's go fight with them. But now, if you talk to any Afghans, they say, There has to be a settlement, because that affects everyone, including media. Jetzt, Sie haben Shrinking Space, schrumpfende Räume angesprochen für die Medien. Es gibt sozusagen, das ist typischerweise auch der Begriff, mit dem die schrumpfenden Räume für zivilgesellschaftliche Organisationen, für NGOs und politische Initiativen beschrieben wird. Wie ist die NGO-Landschaft in Afghanistan? Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es welche, die sozusagen ohne westliche Unterstützung arbeiten können? Und sozusagen, welchen Schwierigkeiten sehen die sich ausgesetzt? Wie ist es, wenn westliche Unterstützung geleistet wird? Was bedeutet das für die praktische Arbeit? We had a very limited observation of the October 20th and 21st elections by the civil society. Geographically, as well as in terms of quality, I think that is a setback. One would also argue that what we had before 2014 was probably fake in terms of so much influx of funding. Yuma Sinuripur mentioned about the corruption it produced as a result. That's true. But there are, I would say, Afghan NGOs and institutions in the civil society covering, doing a lot of good works. Some also international NGOs are quite active, from MSF to ICRC and to others who are doing great work throughout the country. But I agree that a lot of reach is way more urban centric than it has been before. Gibt es denn noch welche, die sich um Rückkehrer kümmern? Yes. I have to say that as a journalist, as an editor, migration and refugees and returnees are not in the top 5 of my priorities. That tells you that we have so much issues inside Afghanistan. But every time there is one, I think especially with the returnees from Europe, that's being looked into with a lot of great interest. Not necessarily because of the numbers, but because of the values and because of the specific reasonings. But there are, yes, it's I would disagree for someone to categorize Afghanistan as safe or unsafe. It's so unpredictable. On the road I take to the office every day, I can easily count at least 20 attacks in the past few years on that road. Any other can happen. But in the end of the day, it's a matter of choice for people who wish to stay or who wish to leave. I understand that this is a heated subject. And as an Afghan who has chosen to stay behind, I would say that, this is in the end of the day, is an individual decision. Haben Sie es je erwogen, wegzugehen? No, my wife and I are determined to go back tomorrow.
But I hope we do not come to a conclusion, to a situation where it would be impossible for us to leave Afghanistan. Because we think, I'm not going to generalize this. I'm not going to speak on behalf of people who have left. I respect their decisions. And this is a case-by-case thing. I believe I make a difference back home. So does Farida, who worked for the government, by the way. And we think it's important for us to do something for our country by being in Afghanistan and make a small difference, whether that's by giving people a voice or that's, if I speak for my wife, or doing some work in the government. I've never lived abroad, so I don't know how does it feel to live abroad. Maybe I haven't tasted the luxury of it. If there is one, you guys should tell me, and maybe I should change my mind. So, as someone who's born, raised, and grown up there with our families, I think our determination is to live there as long as we can. Dankeschön. Ich würde Ihnen jetzt gerne die Gelegenheit geben, auch Fragen zu stellen. Es gibt sicher vieles, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Wir haben ein Saalmikrofon und würden das der Einfachheit halber so machen, dass immer drei Fragen sammeln und die dann hier oben en bloc beantworten. Wenn Sie sich vielleicht melden mögen, dann, also hier vorne, ist das Mikrofon schon da? Hier vorne, nee, der andere Gang, hier, der Herr hier vorne, auf der Seite hat er sich gemeldet. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber ich würde Sie trotzdem bitten, die Fragen kurz zu halten, dann können wir umso mehr Fragen beantworten. Dankeschön. Klaus Wittmann, Aspen-Institut und Uni Potsdam. Und ich habe nicht so sehr eine Frage, sondern eine kurze Bemerkung, wenn ich darf. Das ist ja wahrscheinlich auch erlaubt. Ich möchte das verstärken, was Herr Nuripur gesagt hatte, über Afghanistan reden und nicht nur über die Abschiebungen. Und zu seiner Frage, was tun, hat er ja eine Reihe von Hinweisen gegeben, die alle zu der Frage führen, welche Fehler in den letzten 17 Jahren gemacht worden sind und vor allen Dingen am Schluss. Ich bekenne, dass ich auch heute noch der Überzeugung bin, als einer, der 9/11 in Amerika miterlebt hat, dass es richtig war, das Taliban-Regime zu stürzen. Aber dann reichen die 10 Finger meiner beiden Hände nicht aus, um alle Fehler aufzuzählen, die man dann gemacht hat. Und ich will sie gar nicht alle schildern, aber Berücksichtigung von Geschichte und Sozialstruktur, nicht ein Versöhnungskonzept von Anfang an, sondern nach vielen Jahren aus geschwächter Position hat man dann mal angefangen, nach sogenannten gemäßigten Taliban zu suchen. Der anfängliche Kräfteansatz, Konzentration auf Kabul, keine Beteiligung der Nachbarn, die Warlords, Wirtschaftsentwicklung und so weiter und so weiter. Ich war Mitautor der Friedensdenkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland von 2007. Übrigens als der einzige Soldat in der Kammer für öffentliche Verantwortung. Und da stehen schon eine ganze Reihe der Lehren drin, auf die viele Leute viel später gekommen sind. Und da steht auch die Forderung nach einer Enquete-Kommission drin über die ersten Auslandseinsätze und ganz besonders über Afghanistan. Und ich möchte eins zum Schluss sagen. Wenn Afghanistan und die ganze Aktion und der Einsatz am Schluss als Misserfolg bilanziert werden sollte, dann war das nicht das Scheitern der NATO, sondern dann war es das Scheitern der internationalen Gemeinschaft, die den Soldaten einen viel zu großen Teil der Aufgabe überlassen hat. Und in dieser Friedensdenkschrift steht schon drin, wenn die Menschen in dem kriegserschütterten Land nicht schnell eine Verbesserung ihrer Lebensumstände spüren, dann werden die Friedenssoldaten zunehmend als Besatzer wahrgenommen und genauso ist es gekommen. Dankeschön. Ich glaube, hier vorne in der zweiten Reihe vielleicht. Hello everybody and thank you, Heinz Spul, for this gathering, and thank you, Najaf Izzollah, for coming. First, I need to add something personal and political. I was involved in media
like Najaf is at the Intlu TV same station for more than 5 years. I did like my all of the generation. We did our best for our beliefs that we could change and bring peace in Afghanistan, but we failed because it's out of our hands. It was and it is and it will be. So I'm going to ask my question from Ms. Stahlmann. Right, sorry. So for me, as a political and media and civil society and women activist, it's really funny and at the same time tragic to argue of this discussion that is Afghanistan safe or danished or not? It's because it's obvious. It's because it's really obvious. But it's weird, same time tragic that we arguing about, a normalized tragedy of human being, right? It's normalized of murdering in Afghanistan and, genocide in Afghanistan and, injury and suffering and violence in Afghanistan. Whole question is that why? Why inside Germany with the tragic and dark history like us? Like, we are human being. What happened in Germany during the World Second War? What did they do as a human being? Where had any choices? Escape or be killed? It's the same situation in Afghanistan. Why people need to convince society in Germany that, yes, it's a tragedy. I'm sick of convincing people as a journalist and as a, people, as a political actor, that yes, it's not safe, it's the same story, sad story, it's a history. And then I'm going to question you. Afghanistan discourse, it's not a local and national discourse as Lutfullah mentioned, it's out of our hand, but addressing regarding to academicians, academics, civil society actors, politicals, and people like you that gathered here, that sat here, what did you do for bring this discourse in your society? You're paying tax to this government, right? You cannot, as a human being, just put responsibility to others. No, we are not involved in this. No, you are, we are. It's because of interpretation that Lutfullah mentioned. It's a different standard. If Afghans die, it's Afghan. 2,000, oh yeah. 2,000, several hundred dead in Afghanistan. It's numbers. But they are human beings. If anybody dying in Germany is different because of the standards, right? They're human beings, but Afghans not. Thank you. It's normalizing. Sorry, the but last, just a minute. I want to... Could you come to an end? Yeah, coming to the end. That maybe if we want to talk about failure, maybe the main point would be, what did we do that tragedy... Now it's normalized in Afghanistan. Thank you. Thank you. The gentleman next to you. Guten Tag, ich bin Zamani, Leiter des Afghanischen Kommunikation- und Kulturzentrums in Berlin. Und ich lebe solche Veranstaltungen fast seit über 20 Jahren. Und die meisten sind Worte hier gefallen, das vor 20 Jahren genauso. Ob man mit Taliban handelt oder nicht, aber wer ist die Taliban und was wir machen. Aber das hat zu nichts geführt, weil wir hier einen großen Fehler machen. Der Fehler ist, das sucht man bei Afghanen. Man möchte die Afghanen demokratisieren, Afghanistan demokratisieren
und Afghanen, Demokrat, eine CD zu bringen. Das liegt nicht an den Händen von Afghanen. Das ist die NATO, das ist die USA. Die USA und NATO haben vor 17 Jahren Afghanistan überfallen und mit diesem Krieg, Antiterrorkrieg in Afghanistan. Und dieser Antiterrorkrieg nach 17 Jahren hat gezeigt, dass es kein Antiterrorkrieg ist, sondern ein Krieg gegen Afghanistan. Und das wird auch, dieser Krieg aus dem Ausland finanziert, unterstützt. Angeblich die Milliarden oder Trillionen Dollar, die nach Afghanistan für Wiederaufbau Afghanistan geschickt wurde, um Afghanistan wieder aufzubauen. Mit diesen Geldern konnte man 20 Mal Afghanistan aufbauen und sehr gut. Aber das war doch nicht für die Afghanen. Und auf der anderen Seite, wenn hier gesprochen wird, und auch Herr Najafizadeh, wir sprechen über Afghanistan, aber nicht über die Abschiebung. Ja, was heißt das? Wissen Sie? Das ist die 7 Millionen Afghanen, die innerhalb Afghanistan, außerhalb Afghanistan von Terror bedroht sind. Die 7 Millionen werden im Ausland terrorisiert seit 17 Jahren. Und die kommen noch mehr. Und wir sollen auch heute darüber sprechen. Und wir müssen sagen auch, dass die Abschiebung ist Mord. Abschiebung ist Mord. Das kann nicht anders sein. Ja, und deswegen bin ich auch hier gekommen und wieder in solcher Veranstaltung teilnehmen. Wir müssen wirklich überhaupt nicht über Wahlen sprechen und über die heutige Situation in Afghanistan. Die alle wissen, dass wie die anderen Wahlen ausgehen. Der Präsident ist von vornherein festgelegt, wer Präsident Afghanistan wird. Das ist ein Theater, was wir und die anderen in Afghanistan spielen. Wer nicht weiß das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich. Wer wird Präsident in Afghanistan? Ja, das jetzt wird Amerikaner noch nicht entschieden. Vielleicht ist auch Rani wieder und vielleicht ist auch Abdullah. Ja. Und das ist eine Tatsache, dass die viele Millionen Menschen, aber auch unter anderem solche Persönlichkeiten wie Bashar Dost in Afghanistan, der hat auch festgestellt, hier braucht man gar nicht an dieser Wahl teilnehmen, dann weiß man, wer Präsident, zukünftige Präsident Afghanistan wird. Es gibt noch sehr viele Meldungen, ja, da, wenn Sie das, dann entweder noch eine nicht, Frage stellen können, ja, oder auch zum Ende kommen. Danke. Wir müssen wirklich nicht an diesem Theater in Afghanistan uns beteiligen. Mehr darüber sprechen, dass die deutsche Regierung, wie die andere europäische Regierung, wie die USA, an die Toten der Afghaner verantwortlich sind, an die Verbrechen in Afghanistan verantwortlich ist. Afghanistan nach 17 Jahren, heute ist das unsicherste Land der Welt. Ja, der Punkt ist klar geworden. In Afghanistan können die Afghanen nicht leben. Darüber müssen wir sprechen. Danke. Es gab hier hinten in der von mir aus gesehen linken Reihe des rechten Blocks, die Dame mit dem grünen Pullover hatte sich, glaube ich, als nächstes gemeldet. Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Katharina Kratzmann, ich komme von der GIZ. Ich hätte eine Frage an die Frau Stahlmann. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen was sagen zu dem Verhältnis zwischen den Rückkehrern und der aufnehmenden Gesellschaft. Sie haben da schon ein paar Sachen dazu gesagt. Es wundert mich manchmal, Sie sagen zum Beispiel, die werden auch als Ausländer behandelt. Es gibt ja viele Afghanen, die zum Beispiel auch Geld zurückschicken, wenn sie in europäischen Ländern sind, was auch eine Form der Contribution ist oder man so wahrnehmen könnte. Man könnte auch denken, das hat einen positiven Einfluss, zum Beispiel auf Familien. Vielleicht können Sie noch mal sagen, warum ist das so stark durch Ablehnung gekennzeichnet? Sind das nur Sicherheitskräfte? Oder hätten Sie vielleicht auch eine Idee dazu, was man machen kann auf einer sehr kulturellen Ebene? Ich rede nicht so sehr über hohe Politik, ja, sondern bei, in Anführungsstrichen, der normalen Bevölkerung, um dieses Verhältnis ein bisschen besser zu machen. Haben Sie dazu eine Idee? Waren jetzt zwei Fragen an Sie und ich glaube eine, wo Omid Nuripur darauf antworten wollte. Mögen Sie anfangen vielleicht ganz kurz noch, dass wir da den Hintergrund haben. Macht die GITS Rückkehrprogramme in Afghanistan schon oder plant sie es? Macht sie auch, okay.
Also auf Ihre Frage zuerst mal. Ich glaube, ein Problem ist, dass ganz lange es keine Diskussion zu Afghanistan gab. Ganz lange war in Deutschland der öffentliche Diskurs, also auch nicht wirklich ein Interesse. Ich mache das jetzt auch schon sehr lange. Jetzt gibt es das Interesse, aber lange gab es das Interesse nicht. Lange war das ein, wir machen da Frieden und Wiederaufbau. Und so ist das von der breiten Bevölkerung wahrgenommen worden und viele andere Informationen sind nicht im öffentlichen Bewusstsein der breiten Bevölkerung angekommen. Das heißt, es war jetzt auch ein bisschen überraschend für viele, plötzlich zu hören, wie dramatisch es ist, ja? Weil es lange diese Diskussion nicht gab. Ich glaube, das, was Herr Nuripur gesagt hat, über diese Brille des Abschiebungsinteresses zu schauen, hat einen ganz, ganz großen Anteil daran, wie die Diskussion in der Öffentlichkeit läuft. Es gab ein Szenario, wo ich den Eindruck hatte, da lebt man den Willen, der dahinter steckt. Da gab es einen Anschlag auf den Kabuler Flughafen. Daraufhin hat die deutsche Bundesregierung selber, also Teile der deutschen Bundesregierung, eine Flugwarnung rausgegeben, dass zivile Flugzeuge da nicht landen sollten. Und das Innenministerium hat gesagt, es ist uns egal. Da ging es ja gar nicht um Abgeschobene, da ging es gar nicht um Rückkehrer, da ging es um die Dienstherreneigenschaft des Innenministers gegenüber den Bundespolizisten, die ja auch in dem Flugzeug sind. So. Und dann hat das eine Ministerium gesagt, man darf nicht landen, und das andere hat gesagt, es ist uns egal. Das Asylrecht diskriminiert, ja, dass die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für Deutsche ganz andere Standards setzen als das Asylrecht. Ja. Wem man welche Gefahr aussetzen darf. Dass es von dem Herkunftsland abhängt, wie viel Schutz man braucht. Das ist unter anderem ein rechtliches Problem, was in der Diskussion dann auch angelegt ist. Oder sich da auch wieder spiegelt. Aber ich glaube, das Problem war unter anderem vorher, dass ganz lange diese Diskussion nicht stattgefunden hat. Und ich bin froh, dass sie überhaupt stattfindet. Und ich weiß, sie ist unglaublich mühsam. Ich habe das Problem auch. Das ist eine Zusammenfassung. Ganz kurz auf Ihre Frage. Was wir erleben über die Studien, ist eine ganz große Unterscheidung zwischen erfolgreichen Rückkehrern und erfolglosen. Erfolgreiche sind die in Europa einen gesicherten Aufenthalt haben. Das sind die ihre Familien finanzieren können. Das sind die aber auch weiterhin für die humanitäre Absicherung der Familie in Zukunft wichtig sein werden. Wenn jemand abgeschoben wurde, ist häufig die Erwartung, dass er diese Abschiebung selber verschuldet hat. Weil nicht nachvollziehbar ist, dass es hier von dem Zufall ist, bei welcher Gerichtskammer man im Zweifelsfall landet, wie das Urteil ausgeht. Das ja auch Angehörige der Justiz immer wieder kritisieren. Sondern da wird dann häufig Bezug genommen auf die öffentliche Berichterstattung, die sagt, ja, es sind Mörder, es sind Kriminelle, die sind selber schuld sozusagen, wenn man sie abschiebt. So, das heißt, das sind Leute, die das Überleben ihrer Familien aufs Spiel gesetzt haben, indem sie sich hier kriminell gemacht haben und dafür gesorgt haben, dass sie abgeschoben wurden. Ja? Die werden ganz anders empfangen und willkommen als die, die den Status hier behalten und als Exilafghanen, erfolgreiche Exilafghanen, auch wieder nach Europa zurückkehren können und die Familie in der Zukunft weiter absichern können. Kaum unterschieden wird zwischen formell freiwilligen Rückkehrern und Abgeschobenen. Die werden auch gleich betitelt. Aber das sind... Ja, das sind Versager. Das sind genau die Erwartungen nicht erfüllt haben. Die Erwartungen, die es ja unter anderem gibt, weil es diese erfolgreiche Exil-Community auch gibt. Und weil da ganz viel an humanitärer Hilfe darüber ins Land kommt. Ich glaube nicht, dass man also alle Versuche, da sowas wie Öffentlichkeitsarbeit in Afghanistan zu machen. Die deutsche Botschaft hat das ja relativ ausführlich auch versucht. Und es gibt ja ganz viele Beispiele von diesen auch erfolglosen Rückkehrern, sind bisher wohl unter anderem daran gescheitert, dass das die letzte Hoffnung ist. Es gibt die positiven Erfahrungen mit denen, die hier Schutz bekommen, die hier eine Existenz sichern können, die Geld schicken können. Und es ist aber auch die einzige letzte verbliebene Hoffnung. Die Zufluchtsländer Pakistan, Iran bieten de facto keinen Schutz. Türkei bietet auch keinen Schutz. Australien ist längst zu, also nicht mehr erreichbar. Das heißt, das Einzige, wo noch irgendeine Hoffnung auf Schutz vor Krieg, vor Verfolgung besteht, ist Europa. Und ich habe den Eindruck, also auch in meinen Gesprächen mit Afghanen, die nicht geflohen sind, dass es keine Bereitschaft gibt, diese Hoffnung auch noch aufzugeben. Und dass darüber dann auch eine ganz große Stigmatisierung kommt, denn dann müssen die Betroffenen auch selber schuld sein, damit man diese Hoffnung aufrechterhalten kann. Aber ich glaube nicht, dass man damit irgendeiner Form von, wir machen jetzt mal Anti-Werbung für, ich weiß nicht, deutsche Behörden oder so, da irgendwie weiterkäme.
das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich erlebe es in den privaten Gesprächen, dass ich nicht damit durchkomme. Genauso mit der Information nicht durchkommt, dass es hier sehr wohl Armut gibt, dass es hier Leute gibt, die am Monatsende nicht wissen, wovon sie Lebensmittel kaufen sollen. Das wird nicht geglaubt. Und da kann ich mir, also, ist schwierig. Dankeschön. Omid Nuripur, Krieg gegen Afghanistan und die vorab ausgesuchten Präsidenten? Gerne. Ich würde, wenn ich darf, zu drei Sachen was sagen. Ja? Ich habe mir noch ein paar andere auch noch aufgeschrieben. Das eine ist, ich würde gerne mit Herrn Wittmann anfangen. Das ist jetzt was, vielleicht, was hier nicht die breite Öffentlichkeit interessiert. Ich halte eine Enquete-Kommission für falsch. Ich halte für eine wissenschaftliche unabhängige Kommission für richtig. Eine Enquete ist immer politisch, parteipolitisch aufgeladen. Aber das ist das Kleinste. Ich würde gerne einen Fehler noch hinzufügen, der vielleicht der erste massive Fehler war. Im Dezember 2001 haben die Taliban bedingungslose Kapitulation angeboten und Bush hat das abgelehnt. Und ich sitze seit 17 Jahren da und frage mich, was es eigentlich bedeutet, wenn man eine bedingungslose Kapitulation ablehnt. Das ist einfach unfassbar und das war, wie gesagt, vielleicht der erste massive Fehler, den es gegeben hat in Afghanistan. Der zweite ist, ich wollte es nochmal, vielleicht gibt es hier ein Missverständnis, ich habe nicht, also wenn Sie mich angesprochen haben, wir haben nicht gesagt, man soll nicht über Abschiebungen reden. Aber die Art und Weise, wie das hier permanent thematisiert wird in Deutschland, hat mit Afghanistan nichts zu tun. Sondern das ist eine reine innenpolitische Auseinandersetzung, wie gesagt, vor den nächsten Landtagswahlen. Und ich bin dafür, dass wir über Afghanistan reden und dann zum Ergebnis kommen, was das denn eigentlich bedeutet, wenn man abschiebt. Das war das Ding. Was ich nicht stehen lassen kann, ist sagen ich habe selber gefühlte Jahre meines Lebens im Untersuchungsausschuss Kunduz gesessen. Da gab es einen deutschen Oberst, der massive Fehler gemacht hat und es sind bis zu 148 Zivilistinnen und Zivilisten dann ums Leben gekommen. So, und deshalb möchte ich auf keinen Fall verhehlen, dass es massive Verantwortung gibt, auch auf der Seite des Westens. Aber was man nicht verschweigen sollte dabei ist, dass bei allen UN-Angaben seit 2001 so ist, dass mit Abstand die größte Zahl ziviler Opfer aufs Konto der Taliban geht. Und wir können über UN-Zahlen miteinander diskutieren und dann sind wir irgendwann mal in heute relativ en vogue Art und Weise, dass man einfach Fakten aus dem Fenster schmeißt und dann über Bauchgefühle redet. Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Ich will noch die Frage von vorhin noch mal ansprechen, NGOs, die sich kümmern. Es gibt NGOs, die sich kümmern, das sind auch nicht nur internationale, es gibt auch afghanische, die sich kümmern um diejenigen, die zurückkehren, die auch eine, ich finde, verdiente Arbeit machen, auch psychosozial. Aber erstens ist das extrem limitiert in der Zeit. Zweitens gibt es einfach haufenweise Kernprobleme. Ich will wirklich drei einzelne Fälle, die ich kenne, wo ich teilweise zu den Leuten Kontakt habe, benennen. Die kann keine NGO auffangen. Ich kenne jemanden, der dorthin ist, junger Mensch, hier aufgewachsen, kann gerade noch so ein bisschen, ein paar Brocken, zumindest als er da ankam, konnte er die Sprache kaum und ist bei seinem einzigen Verwandten, den er kannte, in Kabul untergekommen, bei einem Wohnungsmarkt, der dramatisch ist. So, und das zentrale Thema, was er hatte, ist, sein Onkel hat ihm vom ersten Tag an gesagt, du kannst hier eine Woche bleiben, nach drei Monaten gesagt, du musst raus. Und er wusste nicht, wohin. So, das kann keine NGO auffangen. Auf Dauer sowieso nicht. Das zweite ist nochmal Beispiele von Leuten, die das Land gar nicht kennen. Und das dritte ist, der dramatischste Fall, der mir einfällt, ist und das will ich hier nochmal, auch gerade weil das in der afghanischen Community in Deutschland immer wieder ein großes Thema ist, es ist in einem, ich glaube, in dem allerersten Sammelabschiebeflieger ein Hindu dabei gewesen. Das passt, wenn man Afghanistans Geschichte der Hindus kennt, das passt auf keine Kuhhaut. Der Hindus sind diejenigen, die unter Taliban-Zeiten, das darf man in Deutschland auch laut sagen, gelbe Abzeichen auf der Brust getragen haben. Die Verfolgung dieser Leute ist massiv, auch gesellschaftlich und gerade sind die ersten Zielscheiben von Extremisten. Da ist jemand abgeschoben worden, der das letzte Mal mit 2 Jahren in Afghanistan war. Der ist da hingekommen, der kannte keine Person und ist am Ende in einen Tempel gegangen, weil er nicht wusste, wohin mit sich. So, da tut mir leid, da kann man NGOs ausstatten, wie man will. Die Probleme, die dieser junge Mensch hat, die kann keine NGO der Welt auffangen. Sie wollen auch noch was sagen? Yes, thank you. Can I just jump in? I think no one should paint a very simplistic picture of the situation of Afghanistan, whether it's safe or unsafe. It's like, it depends whether you see the half full part of the glass or the half empty. This is certainly, Afghanistan certainly has a lot of challenges. One should stick to that. Second, I understand the issue of migration is a very heated subject.
in Germany, and as it should be for domestic politics and also for humanitarian reasons. But let's not just simplify the relationship of Afghanistan and Germany to migration. We just celebrated 100 years of relationship 2 years ago in Germany, the relationship between the two countries. Germany is one of the most respected, loved, favored country in Afghanistan. That is because of our rich history. That is not just because of, you know, what we've been seeing in the past few years. I think one should, it's important. It's important for the two countries to discuss issues beyond just one subject. It's important that Germany, as being the second largest contributor to the NATO mission in Afghanistan, to talk about Afghanistan's elections, to talk about Afghanistan's peace process, to talk about what happens to those people who are staying there. So it's not just about the refugees in Germany. I think it's in the national interest. It's in the national interest of both countries to have this helicopter view of the relationship between Afghanistan and Germany. Thank you. Thank you. Es gab jetzt hier in der Mitte eine Meldung. Die Dame mit der blauen Jacke, die hatte sich sehr früh schon gemeldet. Mein Name ist Börgel. Ich arbeite als entwicklungspolitische Gutachterin und Beraterin. Ich habe zwei Fragen. Eine geht an Frau Stahlmann. Ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe, als Sie sagten, Sie kommunizieren oder haben kommuniziert eher indirekt mit den Rückkehrern, also über Organisationen, die noch Kontakt haben hier, um an die Rückkehrer ranzukommen. Es gibt aber IOM und es gibt ja auch die Deutsche Botschaft, zumindest kann man das hier hören, dass die sich um die Rückkehrer kümmern, sodass sie vielleicht auch darüber ihr Panel erweitern können, um eben nicht nur eher positive, also beziehungsweise, dass, Sie sagten ja, das sind eher positive Auswahlverfahren, wenn Sie hier über Organisationen, die weiterhin in Kontakt stehen mit den Rückkehrern. Das ist die eine Frage. Dann zu Herrn Nuripur. Sie haben gesagt, dass Aufwand und Entwicklung und das, was stattgefunden hat und das, was man sieht, Wirkung, sehr weit auseinanderklafft. Das stimmt. Aber es war immer ein Denkfehler, dass wir dachten, mit sehr viel Geld kriegen wir ganz schnell Entwicklung. Und was mir hier fehlt und auch heute wieder, ist, dass man die Entwicklung dann immer auf der makroökonomischen Ebene betrachtet. Es gibt Wirkung auf der, wenn Sie so wollen, Mikroebene und vielleicht auch auf der Mesoebene. Im unmittelbaren Umfeld der Entwicklungsprogramme, insbesondere auch zum Beispiel deutscher Nichtregierungsorganisationen, die mit afghanischen Nichtregierungsorganisationen, die sich zum Teil schon in den Flüchtlingslagern in Pakistan gegründet haben, zusammenarbeiten. Diese afghanischen Nichtregierungsorganisationen haben heute ihren Hauptsitz in Kabul. Ich habe sie 2016 habe ich sie interviewt und weiß, was sie für Arbeit leisten. Und die haben zusammen mit den deutschen Organisationen durchaus Wirkungen erzielt. Und jetzt zum Schluss, Sie sagten auch, Institutionbildung ist sehr schwierig oder hat zumindest auf der Makroebene nicht funktioniert. Auf der Mikroebene fehlt mir wieder der Hinweis, dass es Entwicklungsräte gibt. Und seit 2004 wurde versucht, in fast allen Distrikten Entwicklungsräte aufzubauen. Es hat nicht überall geklappt. In manchen Distrikten sind sie wieder eingeschlafen. Aber es war 2016 in Nangarhar, wo ich in einem Distrikt war, wo ich einen solchen Entwicklungsrat getroffen habe, der weiterhin Entwicklungspläne macht und, wie gesagt, auch Wirkungen erzielt. Und das geht mir hier in der Medienberichterstattung immer unter. Danke. Dankeschön. Vielleicht können Sie das Mikrofon direkt an die Dame hinter Ihnen weitergeben, im weißen Pulli. Die hatte sich auch schon länger gemeldet.
Ja, hallo, ich bin interessiert hier auch als Rechtsanwältin, die mit migrationsrechtlichen Fragen zu tun hat. Und ich habe eher so ganz praktische Fragen bei den Erhebungen. Sie sagten ja, dass die Politik und Abschiebepolitik da relativ unsicher ist, weil die Voraussetzungen an den Herkunftsländern orientiert werden. Das ist ja so nicht ganz richtig. Also die rechtlichen Voraussetzungen sind ja schon anders definiert. Und deswegen würde mich interessieren, wenn man jetzt darüber redet, dass, wie diese Abschiebepraxis ist und wie unterschiedlich sie läuft, wird es immer interessant, wenn man eben nicht mit den großen Schlagworten kommt, ist etwas sicher oder unsicher, zumal es dann morgen schon wieder anders aussieht, wenn man gerade fertig ist mit definieren, was sicher überhaupt sein soll, dann ist da schon wieder Bürgerkrieg, sondern eher diese ganz konkreten Sachen. Und da interessiert oft die Frage, wie gewinne ich meine Erkenntnisse? Und das, fände ich einen ganz interessanten Punkt. Wenn Sie, das wäre so ein bisschen anschließend an diese Frage, wie Sie Erkenntnisse gewinnen. Also wenn man jetzt sagt, es gibt so und so viele Rückkehrer, die im Jahr so 2017 zum Beispiel zurückgekehrt sind nach Afghanistan, und dann Erkenntnisse hat, zum Beispiel über Einzelne, wie diesen Kfz-Mechaniker, den Sie vorgestellt haben oder so. Wie repräsentativ ist das? Das muss man ja einordnen können. Und das kann man eigentlich nur, wenn man so eine tatsächlich Zahlen hat, die, an denen man diese Schicksale festmachen kann. Deswegen würde mich das interessieren, wenn man dazu so ein bisschen mehr hören kann. Dankeschön. Es gab da hinten noch den Herrn in dem Anzug und dem weißen Hemd. Ganz genau, von mir aus gesehen rechter Block, ganz außen. Okay, ja, danke schön. Henning Plate ist mein Name. Ich arbeite für das BMZ. Ich bin der Referatsleiter für Afghanistan und Pakistan. Ich finde es sehr, sehr positiv, dass wir hier versuchen, auch zu bilanzieren, was in der Vergangenheit die internationale Intervention in Afghanistan gemacht hat, geleistet hat. Ich finde es auch gut, dass man das aufarbeitet und aus den Fehlern, die zweifelsohne gemacht wurden, lernt. Denn natürlich wurden Fehler gemacht, ist ja selbstverständlich. Es gab noch niemals eine so umfassende Intervention des Westens in ein Land. Es wäre ein Wunder, wenn da keine Fehler gemacht wurden, zum Teil auch massive Fehler. Ich glaube aber, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht, und dazu tendieren wir manchmal, dass wir da nicht in die totale Nabelschau verfallen und nur auf uns gucken. Am Ende des Tages sind wir in dem Land zu Gast und sind zwar maßgebliche Akteure in vielerlei Hinsicht, aber wir sind nicht die einzigen Akteure, die Einfluss haben. Und das, was wir in Afghanistan beklagen, nämlich die Tatsache, dass dort kein Friedensprozess in Gang kommt, beispielsweise, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es zahlreiche Anreize gibt für Akteure in Afghanistan, sich mit dem herrschenden System zu arrangieren. Also es gibt viele Leute, die davon profitieren, dass die Lage so ist, wie sie ist, in Afghanistan und auch in den Nachbarländern. Was es viel zu wenig gibt, sind wirkliche Friedensakteure, mit denen wir zusammenarbeiten könnten. Und das vermisse ich auch so ein bisschen an der Diskussion. Deshalb ist das auch eine Frage an Herrn Lotfuller und natürlich auch an die anderen Herren und Damen auf dem Podium. Wo sind denn diese Friedensakteure? Wo sind die sogenannten Change Agents, die sich wirklich für eine Veränderung der Situation in Afghanistan einsetzen? Im Kreise der Machthaber, im Kreise der Regionalmächte. Ich meine nicht uns, den Westen. Ich meine auch nicht die Zivilbevölkerung, die unter der Situation bedauernswerterweise leidet, aber in vielen Fällen nichts zu melden hat, bedauerlicherweise. Wo sind die Akteure und warum sind sie nicht zahlreicher in Afghanistan, unter den Afghanen? Danke. Dankeschön. Die Frage nach den Erkenntnissen. Also ich werde es erstmal versuchen, gesammelt die Fragen zu der Erhebung zu beantworten. Es ging nicht um Kontakt mit Organisationen, es ging um Privatkontakte. Also häufig ist es so, dass, das ein Problem ist, dass wir die Ursprungslisten ja nicht haben. Ja? Das heißt, schon um zu identifizieren, wer war denn von Abschiebungen betroffen, ich bin nicht das Innenministerium, ich gehe davon aus, dass die da liegen, aber ich muss ja erstmal überhaupt identifizieren, rauszufinden, wer betroffen war. Das sind in der Regel, erfährt man da von Leuten, die hier Unterstützer haben, wo direkt vor der Abschiebung oder danach dann eine Meldung geht an Flüchtlingsrat oder Pro Asyl oder irgendeine andere Institution, die vielleicht helfen könnte noch mit einem Anwalt oder wie auch immer. Das heißt, das sind Leute, wo es hier sozusagen Unterstützer gibt, die man auch am ehesten identifizieren kann, ja? Um sie dann erheben zu können und auch um Doppelungen ausschließen zu können in der Erhebung. Das heißt, und die zweite, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass
tatsächlich eine aktive, offensive Recherche Betroffene im Zweifelsfall ja in Gefahr bringen würde, weil sich eher rumspricht, dass sie zurück sind. So. Und dass sie auch für die Familie eine Gefahr darstellt. So, das heißt, deswegen bin ich hier über Kontaktpersonen in Deutschland gegangen. Das waren aber private Kontakte, keine Organisationen. Zur deutschen Botschaft? Nein. Die deutsche Botschaft sagt ganz explizit, unsere Verantwortung endet am Flughafen. Es gibt kein Monitoring, es gibt keinen Kontakt, es gibt keine offizielle Rolle der deutschen Botschaft für die Abgeschobenen. Ich weiß von IOM, da gibt es ja auch einen Vertrag und einen Auftrag, dass es jetzt 2 Wochen Erstunterkunft. Ja, Moment, langsam. Es gibt IOM, es gibt IBSO und es gibt eine private NGO. So. Angefangen mit IOM, die finanzieren da geht es um eine Finanzierung von 2 Wochen Unterkunft in einem Hotel direkt nach Ankunft. Dann gibt es eine Option auf entweder Arbeitsberatung oder einen Mietzuschuss oder eine Hilfe bei der Existenzgründung. Das sind alles nur Teilunterstützungen. Das hat nicht den Anspruch, tatsächlich eine erste Absicherung zu gewähren. Und der Zugang dazu funktioniert häufig nicht, zum Beispiel, weil die Leute keine Taskira haben. Da kommen viele nicht an und das ist ein monatelanger Prozess. Das heißt, ich brauche bis dahin schon Unterstützung. Ich muss bis dahin ja schon von irgendwas leben. Und dann gibt es IBSO, es sind, glaube ich, 5 oder 10, das hat zwischendrin geschwankt. Das ist eine NGO, die psychosoziale Beratung macht. Das hat letztendlich die Funktion, dass man jemanden anrufen kann, der wohlwollend ist. Das ist keine psychiatrische oder psychologische Versorgung, sondern das ist einfach nur, ich kann mal mit jemandem reden. Aber das trägt ja nicht zu einer Existenzsicherung bei. Ja? Das fängt vielleicht ein bisschen diese Ankunft ab, aber ja. Information kommt auch häufig bei den Betroffenen nicht an, dass es das überhaupt gibt. Und dann gibt es Amazo, das ist eine Ein-Mann-NGO letztendlich, der in Kabul versucht, Abgeschobene zu beraten, im Zweifelsfall auch wieder Kontakt herzustellen mit Anwälten, mit Unterstützern. So. Das ist das, was ich, das sind die, auch die Hauptansprechpartner, die ich vor Ort habe, aber auch IOM führt keine Erhebung durch, da gibt es manchmal so Gesamtstatistiken für alle Abgeschobenen. So. Zu den Zahlen, ich konnte 125 der Abgeschobenen bisher, also bis inklusive Septemberflug, identifizieren, wo es irgendeinen Erstkontakt gab. Und davon habe ich Infos über 33, also ein Viertel. Hat jetzt gerade im Gericht gesagt, das sei ein zu kleiner Bruchteil. Ich war eigentlich ganz glücklich über den spontanen Rücklauf von einem Viertel der Betroffenen. Aber das Problem bleibt bestehen. Ich kann ganz viele Schadenseintritte, heißt das dann ja häufig, nicht dokumentieren. Ich kann den Todesfall nicht dokumentieren. Ich kann auch die extreme Verelendung nicht dokumentieren. Ich kann die erfolgreiche Zwangsrekrutierung durch die Taliban nicht dokumentieren. Die Leute müssten sich ja selbst bezichtigen. Ich kann das Überleben durch Kriminalität nicht dokumentieren. Die Leute müssten sich selber bezichtigen. Also man bringt sich dann ja auch in Gefahr, wenn man da sagt. Das sind ganz, ganz viele Probleme, Fallkonstellationen, die nahezu, wo es ganz, ganz, ganz großer Zufall ist, wenn man sowas erfährt. Selbst der Suizid, wenn der nicht in den ersten 2 Wochen in dieser IOM-Unterkunft stattgefunden hätte, hätten wir auch davon nicht erfahren. Ja? Dann gäbe es halt irgendwo auf Kabuler Straße einen Toten. Da gibt es viele Tote. Also das ist nichts, aber das sind Dinge, die nicht kategorisch so nicht erhebbar sind. Und ich glaube, die Diskussion muss sein, kann es denn gefordert werden, dass kategorisch nicht erhebbare Zahlen vorgelegt werden? Ich glaube, da geht es um eine methodische Diskussion mit den Gerichten. Das Gleiche bei den Opfern des Krieges. Diese Zahlen sind kategorisch absolut nicht erhebbar. Häufig ja auch Jahrzehnte nach einem Ende von einem Krieg nicht. Geschweige denn in einer akuten Kriegssituation. Aber ich glaube, das ist eine juristische Diskussion, die auf eine andere Art geführt werden muss. Um in Uripo zum Lagebericht. Ja, ich wollte, dazu wird Luise Amsberg sicher nachher noch was sagen. Wir hatten ja Frau Merkel, nachdem der asylpolitische Lagebericht des Auswärtigen Amtes vorgestellt wurde, im Plenum. Und dann hat sie gesagt, in diesem Bericht steht ja, dass man nach Afghanistan abschieben kann. Nun ist das Problem, dass Luise und ich hier mit erklären können, das stimmt nicht. Aber der Bericht ist eingestuft, auch die betroffenen Anwälte von Leuten, die vor Gericht stehen, und die Gerichtsurteile fallen ja auch unter anderem auf diese Grundlage, haben da keine Einsicht. Und das ist rechtsstaatlich, ich sage jetzt mal vorsichtig, sehr merkwürdig. Und die Frage ist ja auch, was fließt da ein? Ich meine, das ist eine andere Debatte, macht ihr ja nachher. Aber das Zentrale ist, wir hatten in der Bundestagsfraktion jemanden aus dem Auswärtigen Amt da, den wir gefragt haben, wie kommt ihr denn dazu, solche Dinge da reinzuschreiben? Das ist so alles Quatsch. Das hat doch mit der Realität nichts zu tun. War die Antwort, naja, die Richterschaft muss ja nicht aus unserem Bericht nehmen, die Begründung nehmen, die können ja auch googeln.
So, das hat er wortwörtlich gesagt. So, und da wird es irgendwann mal nur noch hanebüchen. Dankeschön. Lord Fuller, die Frage nach den Change Agents. I think every Afghan who is doing his or her very little part in making a difference is an agent of change, whether that's supporting a family or that's simply having a small business, opening a cafe or a shop, or investing in that country. And we luckily have a lot of them. But the unfortunate scenario or side of it is that we have so many spoilers. And some of these spoilers are, as some of our friends said, are beyond our reach. When you have an insurgency with their entire leadership sitting in another country, when you have so much money coming from the Gulf, fueling the war, that's when it makes it highly difficult for those little agents of change to change the bigger picture. Long term, as we come to the end of the session, I'm an optimist. I see the light at the end of the tunnel, but it's going to be a very bumpy road. And this is going to be difficult. This is going to take a lot of casualties. We have been through this for the past 40 years, and peace is not going to come over time and overnight. Thank you. Und Fuller Najaf Hisada, vielen, vielen Dank für das Schlusswort. Danke, dass Sie da waren. Alles Gute weiterhin in der nächsten Zeit. Danke auch an Omid Nuripur und Friederike Stahlmann. Danke, dass Sie zugehört haben. Ich weiß, dass es noch viele Meldungen gab. Die Zeit ist aber um. Alle Fragen, die jetzt hier in der großen Runde nicht gestellt werden können, ich glaube, es sind alle drei gleich noch da und ansprechbar, können Sie gerne dann direkt stellen. Wir machen jetzt leider keine ganze halbe Stunde mehr Pause, sondern nur noch so 25 Minuten. Es geht um 15 Uhr geht es dann weiter mit dem nächsten Panel zwischen Anerkennung und Abschiebung afghanischer Geflüchtete in Deutschland. Dankeschön.